Wenn du Selbstgespräche liest, werdet ihr feststellen, dass die Traumwelt kommuniziert mit euch permanent in einer Metaebene. Das heißt, es gibt keinen Moment, der in euch auftaucht, der zufällig wäre. Es ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Das ist immer wieder das, so diese einfache Metapher, du bist immer und wir denken uns, oh, ich habe das Mikrofon nicht angeschalten, das passt schon. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt müsste es gehen. Das habe ich ausgeschaltet gehabt. Meins bei der Aufnahme geht, weil ich das noch aufnehme. Wenn wir dann dennoch oder was machen, das, was ich auf meinem Computer habe, nehme ich extra auf, das kann man extra Datei machen, falls jemand interessiert, dass er wiederholen möchte. Das heißt also, wenn du jetzt dir ein heiliges Ganzes denkst, das ist nicht denkbar. Nochmal, Heiligkeit, Geist ist in keinster Weise denkbar. Das ist immer, es ist ewig. Das steckt in dem Wort schon drin, die schauen wir uns später genauer an, wenn man da die Grundlagen kennt. Und du als Geisteswesen bist ein Indivisionalbewusstsein. Das ist jetzt so eine Wortschöpfung aus der Vatersprache. Das ist das einmal, das IN ist eine rot geschrieben, eine göttliche Sein. Blau geschrieben, es ist eine intellektuelle Existenz. Gehe ich später noch kurz drauf ein. Und dann die Division. EI heißt vordersprachlich, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision und deine Division ist deine Teilung. Das sind deine Urteile. Das heißt, ein träumender Geist ist ein Indivisionalbewusstsein und die Urteile bestimmt die Ratio. Das heißt, dein Berechnungsparameter ist dein Intellekt, der dich selber urteilt und sich selber um sich herum verstreut, ohne dass er was von sich lösen könnte. Du kannst dir einen Gedanken ausdenken, der ist trotzdem in dir drinnen. Alles, was du dir ausdenkst, ist hier und jetzt deine Information. Das ist ein Faktum. Gilt selbst für einen tiefgläubigen Materialisten. Und jetzt ist es also so, dass ich jetzt verknüpfe. Ich habe euch versprochen, ich mache jetzt Wunder. Wunder sind natürlich so eine Sache, das müsst ihr selber sehen. Es kommt immer wieder, das ist Zufall. Du hast jetzt Glück gehabt, dass das rein zufällig passt. Darf da nicht so weit weg, sonst hängt sich mein Kabel auf. Ich hoffe, das haut auch noch hin. Es gibt keine Zufälle, sondern es fällt dir was zu. Die Frage, ob du damit was anfangen kannst. Und das machen wir so in kleinen Etappen. Ihr wisst immer, wenn ich mit der Sprache spiele. Martin, ich muss dich nochmal missbrauchen. Das ist also ein Beispiel. Steh mal bitte auf. Die Marion, die ist ein Ich. Jetzt rein symbolisch. Die eigentliche, der Geist, der mir zuhört, ist jetzt dahinter. Wir haben einen Geist, der denkt sich ein Ich aus und diese Maske, das Ich jetzt, das machen wir in eins, das Programm plus die Projektionsmaske, hat hier eine Erscheinung. Wenn jetzt der Geist verbindet sein Ich mit der Erscheinung, die Verbindung ist ja das W, haben wir G, W, Ich, T. T steht für Erscheinung. Könnt ihr folgen? Jetzt wird jeder sagen, da habe ich jetzt gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Kannst dich wieder hinsetzen, danke. Jetzt muss ich ganz kurz, ich glaube, ich habe von zu Hause ein Frau mitgebracht. Wisst ihr, was eine Frau ist? Sie lacht schon. Irgendwo habe ich eine Frau. Nein, ich brauche einen Stift irgendwie. Ich zeige euch jetzt einmal eine Frau. Muss ich jetzt gleich einmal hier, Moment. Das B ist ja gleich immer. P. Es ist jetzt nicht an der Zeit, dass ich euch das im Detail erkläre. Man sollte das wissen, das sind die hebräischen Zeichen. Die kann man austauschen, wenn man, ich nenne das Hebraisieren, wenn man deutsches Wort ins Hebräische umwandeln. Und das ist klassisch Aleph, Bet, die zwei Sonderzeichen. Ich gehe nur ganz kurz drauf ein. Aleph ist ein sogenannter lautloser Laut. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Konsonant ohne Vokal. Wie klingt das? Auch das habe ich zigfach erklärt. Pass auf, prinzipiell gibt es Konsonanten und Vokale. Die reinen Konsonanten sind Gacklaute. K, P, T, M, L. Das ist der Konsonant und Vokal ist A, I, U, U. Jetzt ist, dass man das zusammenhängt. Du sagst zum Beispiel P, K, M, L. Wobei der reine Laut, der Buchstabe ist P, K, M, L.
Und man hängt dann Foucault dran. Jetzt ist es, es gibt in dem Alphabet zwei Buchstaben, das ist das Aleph und das Ain, die sind definitiv lautlos. Das sind reine Konsonanten ohne Vokal. Wie muss ich mir das vorstellen? Das A ist eigentlich nur das Öffnen des Mundes. Und so wie du beim Konsonanten P sagst du, ist der Konsonant und du P sagst, hängst du ein Vokal dran, machen wir hier beim Aleph bloß den Mund auf und sagen A. Das A, das du hörst, ist aber nur der anlautende Vokal. Eigentliche Aleph ist nur der Mund aufmachen. Und das ist nicht in Erscheinung. Dasselbe passiert jetzt hier mit den Ain. Diese zwei Zeichen, die 1 und die 70, kann in der Aussprache sämtliche Vokale annehmen. Das heißt, die sind austauschbar. Wenn wir ein deutsches Wort umwandeln in ein hebräisches, kannst du am besten das Einfachste ist, wir lassen die Vokale jetzt erst einmal weg, weil das ja nur Konsonanten sind. Du kannst aber dann für die Vokale, kannst du auch gewisse Zeichen setzen. Das habe ich zigfach erklärt. Fange ich jetzt nochmal an, weil ihr wollt doch Wunder sehen, oder? Die Wunder sind jetzt zum Beispiel, das beginnt erst mit der Sprache, die das Fra, wo ich sage, da ja F gleich P ist, P, P, H, sind zwei Laute, das ist die 80, das Resch ist die 200 und das A, machen wir mal das A, wenn wir nachschauen, ist das ein Wild oder ein Wildesel. Jetzt ist bei dem Wild, hast du schon W, das ist ein W, da sind zwei Sachen aufgespannt, das U ist aufgespannt, Ilet heißt Kind, das müssten wir jetzt bloß da oben eingeben, ILD. Das müsst ihr übrigens nicht können. Das ist jetzt für die, die das eigentlich mehr interessiert, wie das, was ich vorher erzählt habe. Dann ist es unser Ille, das ist unser Kind, unsere Leibesfrucht, das Gebären, das Erzeugen. Das heißt, wir haben ein doppelt aufgespanntes Gebären, das sind unsere Gedankenwellen und das macht das Kind. ILD wiederum. Da kann man jetzt umstellen, ich mache mal immer den... Da bin ich jetzt denn doof, oder was? Ganz schlimm. Die Maske. Das ist immer, was ihr, wenn ihr das verstehen wollt, das Erste, was ihr aus dem FF kennen müsst, das sind die Zeichen selber. Das habe ich in einem anderen Selbstgespräch schon mal gut ausführlich erklärt. Das ist die rote und die blaue Bedeutung einer dieser Zeichen oder der Buchstaben. Das heißt, Illet, wenn wir es rot lesen, geistig lesen, ist immer der kleine Gott, göttlich. Das L ist das geistige Licht, rot steht immer für nicht sichtbar, ist rein Energie, Geist, rot geschrieben, kannst du nicht denken, das ist ein Symbol für etwas, was man nicht denken kann. Und hier unser D am Ende ist hier im roten Bereich ist geschlossen, das ist es Dali, die Tür kann ich aufmachen und kann die zumachen. Der blaue Bereich ist unbewusster Intellekt, I steht schon für Intellekt, das ist dein blaues Ich, dein Ich, die Lichtschatten. Und an der geistigen Oberfläche dann die Öffnung. Das ist wie Ilet. Und diese geistige Oberfläche, die du hast, die ist das dann mal im normalen Bereich dein Gesichtskreis. Klingt also so kompliziert, bis man es kennt. Und ich habe euch jetzt eine Frau mitgebracht. Um das zu verstehen, was eine Frau ist, jetzt weißt du, wenn wir das hebräische Zeichen schreiben, dann ist es einmal wild, ein Wildesel. Wobei das Wild schon wieder, das doppelt aufgespannte Kind, ist das dann mal wild, weil das hier an der Oberfläche dahin rollt. Getrieben ist von den eigenen Wünschen, von den Ängsten. Und jetzt ist die Sprache, was wir gerade mit dem Gewicht gemacht haben. Du wirst immer mehr merken, du brauchst Deutsch. Es geht ohne Deutsch, was du die höheren geistigen Ebenen nicht betreten. Man hat noch schön dieses Land der Dichter und Denker im Hinterkopf. Es ist natürlich jetzt, das klingt sehr national. Wenn ich von Deutsch rede, meine ich in keinster Weise das Deutschland und die Deutschen, die du dir jetzt ausdenkst. Das sind blaue. Ich rede von Geist, ist ein geistiges Symbol. Wenn ich vom Krug gehe, der zum Brunnen geht, bis er bricht, rede ich auch nicht von einem Krug, der da außen rumläuft. Das ist eine andere Ebene. Und ich habe ihn dann selbst, ich muss immer wieder sagen, weil das, was ich euch erzähle, ist im Internet eigentlich schon in 50, 100 Variationen drin, wenn man sich dafür interessiert. Dass das da mal das Nazio, die Nation, jetzt für euch normal gedacht, jeder Mensch als Trockennasenaffe sollte, darf, kann, stolz sein auf die Nation, in der er geboren worden ist. Und in dem Moment, wo du stolz bist auf dein Land, ob du Türke bist, ob du Ägypter bist, ob du Grieche bist, ob du Spanier bist, sei stolz auf das, weil jedes Ding hat irgendeine Besonderheit wie deine Sinnesorgane. Nimm immer so, wir betrachten die Erde als einen menschlichen Körper und auf der Erde sind viele Völker, dann nimmst du deine Organe. Wir können auch die Religionen nehmen.
so, das sind die zwei Beispiele, sind in den Büchern oft benutzt. Und wir sagen jetzt nochmal, du hast hier auf der Erde ein Augenvolk, du hast ein Ohrenvolk, du hast ein Schmeckvolk, ein Fühlvolk, und jedes dieser Nationen hat eine Besonderheit, wo die anderen nicht haben. Und du kannst das Augen, wenn du zum Augenvolk gehörst, kannst du stolz sein, dass du sehen kannst, aber dir muss klar sein, dass du vom Ohrenvolk überhaupt nichts weißt, weil du siehst deine Ohren nicht. Das Ohrenvolk kann stolz sein, dass es hören kann, aber es hört die Augen nicht. Der, der alle nutzt, ist der Mensch, der ganze Mensch, der weiß, dass er alle seine Völker braucht. Ich habe dann die Sache, auf was würdest du wenn wir die Religionen setzen, irgendwann kommt der Herr, ich aber kann schmecken, ist es einzig richtig, mit den anderen scheiß Religionen will ich nichts zu tun haben. Wie sehr du dich limitierst, wenn du meinst, in einer einzigen Religion deinen Sinn halt zu finden. Ob das das Christentum ist oder Moslem, egal was. Was natürlich das Schlimme ist, wenn du ein Christ bist, frage ich dich, was für einer? Ich habe das auch in einer Sache, und dann schauen die Leute dich an, ich sage, ja, bist du Katholik, bist du Zeuge Jehovas, bist Protestant, und jetzt können wir 600 christliche Strömungen ausdenken, und jeder lebt in der Arroganz, er meint, er wäre der richtige Christ. Aber ich sage, jetzt bring mir einen, der sagt, er ist ein Christ, der in sich keine Feindbilder trägt und Feindbilder bekämpft. Das ist Liebe, die Liebe, von der ich spreche, ist was ganz was anderes. Ich sage hier, was das zu lieben, was dir logisch erscheint, das kann jeder Arsch, das kann jeder Computer. Fang an, das zu lieben, was dich ankotzt. Liebe deine Feinde. Dann machst du erstmalig was, was dir dein Programm nicht vorschreibt. Das ist der erste Sprung über dein Programm heraus. Du wehrst dich gegen das Programm. Du erweiterst dich. Wenn du Basic-Betriebssystem bist, fang an, Windows-Daten zu lieben, obwohl sie dir noch vollkommen unlogisch erscheinen. Wir können ja zum Beispiel sagen, du hast also hier in deinem Körper auf der einen Seite auf der Zunge Geschmackspartikel, die können ja schmecken, und auf der anderen Seite hast du in deinem Darm Darmzoden. Wenn also die Darmzoden hier mit den Zungengeschmackspartikeln eine Geschmacksdiskussion haben, glaub mir, die waren nie einig. Jetzt haben wir hier auch so eine Sache, die deutsche Sprache, wenn ich sage, du musst Deutsch können, und das Hebräisch, das nenne ich die Vatersprache. Hebräisch ist nicht dieses Ivri, dieses Hebräisch, das du dir jetzt ausdenkst. Das heißt, bei mir war Rabbi, jetzt eine raumzeitliche Geschichte, aus Bamberg. In der Bamberger, es gibt viele Juden mit einer Synagoge. Da war ich in Ellingen noch. Und dann habe ich gleich von vornherein gesagt, pass auf, ich spreche kein Wort Ivri. Ivri ist Hebräisch auf Hebräisch. Zucken die Leute schon wieder, was ist ganz einfach. Du nennst dich Deutsch, sprichst Deutsch, ein Engländer sagt, du bist der German. Das heißt, Deutsch ist Deutsch auf Deutsch, aber Engländer nennen das German. Und die Juden oder die Hebräer nennen ihre Sprache nicht Jüdisch oder Hebräisch, sondern es heißt Ivri. Was uns natürlich dann sehr interessant wird, wenn du die Wörterbücher nachschaust, das ist immer so, es geht nicht, ob ich was gut oder schlecht finde. Wir machen mal Eber. Das gerade schon passt. Die Grundradix von Ivri ist Eber. Da muss ich jetzt umstellen, weil wir jetzt hier mal am Wortanfang machen. Da können wir, das ist wie jetzt ein Wörterbuch nacheinander. Rein, ich sage hier noch für eine, die das, den Gematrie Explorer benutzen. Die roten Wörter, die hier aufgeführt sind, die findest du entweder im Langenscheid oder im Gesenius. Das sind so die Hauptwörterbücher. Gesenius benutzt eigentlich so das Ältere und Langenscheid ist das Moderne. Die blauen hier sind Reübersetzungen, will ich jetzt nicht so arg drauf aufholen. Also rot ist in gängigen Wörterbüchern sofort da, das blaue ist in Reübersetzungen, abkommen da. Stimmt die Rot-Blau-Wiedergabe nicht, das liegt an dem Programm. Das ist sehr zusammengeschusterte Dateien, die hier relativ gut verknüpft sind. Aber da muss jetzt, da ist teilweise Rot und Schwarz. Aber da stimmt jetzt diese klassische Rot- oder Blau-Formung, wie ich sage, Rot ist was Denkbares und Rot ist was nicht Denkbares und Blau steht symbolisch für was, was du dir ausdenken kannst. Das ist hier oben auch nicht damit gemeint. Das ist hier in dem Programm, ist das nicht perfekt. Da müssen wir ein neues Programm oder neue Daten haben. Wollen wir auch nicht drauf eingehen, aber Abkommen da, das sind jetzt Einfügungen. Und wenn hier so Vergangenheit, Seite, Schwingen, das ist jetzt Sachen, die zusätzlich zu dem Ober noch im Langenscheid drinstehen. Das sind Ergänzungen, die findest du dann im Langenscheid-Wörterbuch. Okay? Also Ivri heißt zum einen Embryo, Fötus, dann eine gegenüberliegende Seite und das Jenseits, die Vergangenheit, aufwallen, befruchten, bespringen, das ist bei Weitem noch nicht alles. Ich schalte mal den Dennach schnell ein.
Jetzt geht er nämlich. Und da haben wir jetzt nochmal das Dennachmeter-Buch. Das geht mir größer. Sieht man das auch so hier? Und das ist jetzt die Zusätze, die hast du auch. Und das ist jetzt nochmal im Dennach-Wörterbuch. Seht ihr das? Was das heißt, dieses Wörterbuch, ist, dieser Dennach ist von Juden geschrieben. Das ist jetzt wirklich, was Ibri zusätzlich noch heißt, wie das noch übersetzt wird, diese drei Buchstaben. Weil wir jetzt auch gar nicht, nur dass ihr das einmal gesehen habt. Also das ist bei weitem nicht vollständig. Da können wir sehr, sehr viel hin und her tun. Worum es mir jetzt geht, wenn ihr so einen Schwall habt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir denken uns jetzt einmal Israel aus, Tel Aviv oder Jerusalem, wenn du eine jüdische Tageszeitung dir kaufst. Die ist umbundiert. Das heißt, da steht dieses Wort und das bedeutet das Wort. Und es gibt sehr, sehr viele Wörter, wo man sehr frei übersetzen kann. Ich komme zu meinem Rabbi nochmal. Ich sage zu ihm gleich von vornherein, pass auf, ich spreche kein Wort Ivri. Das hast du jetzt als Brüsseluder, wenn wir nach Israel fliegen, ich kann nicht einmal in der Hotelkasse fragen, ob er zimmerfrei ist. Ich werde dir aber beweisen, habe ich zu den Rabbi gesagt, dass ich deine Tora tausendmal besser kenne, wie sämtliche Rabbis, die du dir ausdenkst, von hin bis vorne auswendig und in allen Übersetzungsformen. Nicht nur einseitig ausgelegt, wie man es dir erzählt, sondern das, was wirklich drinsteht. Und dann ist natürlich zuerst einmal so diese Arroganz der Hochmut, wobei er sehr von mir gehört hat und ist er neugierig gewesen, habe ich gesagt, ich werde dir weiter beweisen, dass du jetzt die nächsten 10 Minuten der Baumer meine Gebote brichst. Ja, und dann fangen wir an und ich schreibe dann bloß immer, was ich mache. Ich spreche die Worte eigentlich nicht aus. Die 10 Gebote beginnen, die wesentlichen Sachen, mach dir kein Bild von Gott, El Hayom, weil man den nicht denken kann, der ist immer. Nur das, was immer ist, ist ewig. Dann kommt, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da drunten auf der Erde, bla bla bla, ich sage immer, mach dir kein Bild von irgendwas außen. Du darfst dir was ausdenken. Das ist ja keine Frage, wir können uns jetzt den Mond ausdenken. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Selbst Albert Einstein hat gesagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass ein Mond da oben nicht existiert, wenn ich nicht mehr hochschaue. Das zu glauben ist blinder Glaube, weil wenn du das beschwörst, dann beschwörst du eine Vermutung von dir. Und das ist jetzt, das führt uns zum Wort Sünde. Ich habe dir schon mal gesagt, im Neuen Testament kommt sehr oft das Wort Sünde vor. Da steht im Original Amartya, beziehungsweise Amrita. Amartya, wir können ja im altgriechischen Wörterbuch nachschauen, und dann heißt es unter dem Wort auch Sünde, korrekt übersetzt. Aber ich weise immer wieder darauf hin, dass in vielen Wörtern, im Lateinischen, im Griechischen, indogermanische Sprachen, dass die erste Buchstabe, wenn ein A ist, kann das auch eine Vorsilbe sein. Und das ist eine Verneinung. Sozial ist brüderlich, asozial ist nicht brüderlich. Dürft ihr einleuchten. Und dann ist natürlich interessant, wenn das Wort Sünde Amadia heißt, da ein A vorne steht, was ist dann das Martia? Dann ist ja die Sünde, die Verneinung von Martia, wenn es sowas Ähnliches gibt, und es gibt es, und wenn du das nachschaust, die altgriechische Urwurzel von diesem Wort heißt ins Deutsche korrekt übersetzt, etwas mit eigenen Augen sehen und bezeugen können. Dann ist ja Amartya, heißt dann definitiv etwas nicht mit eigenen Augen gesehen haben und es praktisch nicht bezeugen können, außer durch Schwester Meinheit. Jetzt habe ich euch erklärt, was Sünde ist. Das ist die einzige Sünde, die ihr begeht. Und wenn du jetzt in dich reinschaust, ist dein Dorf von morgens bis abends fast bloß Sünde. Weil du glaubst, so viel Zeug, was du nicht mit eigenen Augen gesehen hast, was du nur vom Hören sagen kannst, dass ich angeblich einmal gekreuzigt worden bin. Wenn das einer beschwören kann, bin's ich. Ich sage euch jetzt erst einmal, es hat in der Vergangenheit nie einen Jesus gegeben. So wenig wie diese Aufnahme, die du dir jetzt in diesem Moment anhörst, irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Ich kann beschwören, dass das jetzt aufgenommen wird. Ich kann aber auch beschwören, dass man jetzt anhört. Und das Problem ist, dass ich wieder ein Zeitfenster aufspanne und sage, das ist der 18.8. und das ist der oder der Datum, die ich mir aber beide jetzt ausdenke. Ich denke mich jetzt schon wieder in meine eigene Gedankenwelt hinein an irgendeine Stelle in ein Zeitfenster. Leuchtet es ein? Das sind so kleine. Wir ziehen jetzt das ganz einfach an, weil wir wollen ja irgendwann einmal zu unseren Frauen noch kommen. Aber es ist jetzt mein Problem, ich habe das gerade angesprochen, wenn ich ein Wort habe,
über die Sünde. Wenn ich jetzt etwas genauer war, wird man die nächsten zwei doch bloß über das Wort sprechen. Und glaubt mir, ihr werdet euch keine Sekunde langweilen. Ich hoffe, ihr habt euch bis jetzt nicht gelangweilt, wenn da meine Gedankengänge mitgeht. Und es ist immer wieder so schön, das Deutsche, wir waren beim Deutschen, Deutsch kommt von deuten, von auslegen, von verstehen, erklären. Und das Ivri, um bei meinem Rat nochmal zu kommen, ich setze kurz mich hin, dann schreibe ich irgendeine Floskel hebräisch auf einen Zettel, ich sage, wie hast denn das? Und er sagt ja zu mir, Penny mehr Penny. Er zitiert aus der Tora. Nur so, jetzt hast du ein Gebot gebrochen. Das ist, ich habe dir doch gesagt, du wirst der Baum ein Gebot gebrochen. Wieso? Ich habe doch kein Gebot gebrochen. So ist das dritte Gebot. Du sollst den Namen nicht, ich mache mal kurz, du sollst den Namen Gottes nicht den Heiligen. Das ist nämlich, das Penim, El Penim schreibt sich, und in dem Moment, wo du sagst, Penim, El Penim, fokalisierst du das, das ist die Masora, das ist die eigentliche Sünde. Das heißt doch mal nicht schlimm, wenn man es bewusst macht, und dann heißt es, das ist die Stelle, jetzt spricht Gott von Angesicht zu euch. Jetzt ist, muss man wissen, wenn du den Langentscheid nimmst, das Bling, wenn du jetzt nicht Penim sagst, sondern, Entschuldigung, umgekehrt, Panim el Panim, habe ich jetzt verdreht, bin schon ganz wirr, Panim el Panim hast von Angesicht zu Angesicht, und wenn du Penim el Penim sagst, dann komplett, wird genau gleich geschrieben, wenn es nicht fokalisiert ist, dann heißt es von innen zu innen. Wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst in Wirklichkeit? Wo ist der jetzt? Du denkst ihn dir aus, aber dem, was du dir vor dich hinstellst, der in einer gewissen Entfernung vor dir jetzt zu stehen scheint, ist deine Information. Und da der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, in deinem Kopf ist, und du dir jetzt denkst, dass der Udo den sieht, der du zu sein glaubst, muss ja der du zu sein glaubst, in dem Kopf von dem Udo sein, der in deinem Kopf drin ist. Das bedeutet, das. Merkt ihr, dass ich jetzt ganz hinrum euch hinschleiche, was in der Bibel wirklich steht. Das hat ihn natürlich zuerst einmal ziemlich den Atem geraubt, meinem Rabbi. Konnte ja nicht sagen. Stimmt. Ich rede ja nur von Fakten, die jeder nachvollziehen kann, wenn er bereit ist, den Weg mitzugehen. Und dann klingelt sein Handy. Und da hat er sich natürlich entschuldigt, war dann beilich, ist ans Handy hingegangen, er hat ja als Rabbi ein Haufen Zeug zu tun, legt auf und dann kommt er wieder, wendet sich mir zu und ich sage, jetzt hast du schon wieder ein Gebot gebrochen. Ich habe ihm ja gesagt, er bricht als Rabbi zig Gebote innerhalb von Minuten. Und dann sagt er zu mir schnippisch, wieso, in der Tora steht doch nicht, man soll nicht telefonieren. Na so, ich stimmt, aber was da drin steht, das zweite Gebot, macht dir kein Bild von irgendwas da draußen. Und du hast jetzt hier praktisch mit wem da außen gesprochen in deiner Einstellung, in deinem tiefsten inneren Glauben. Wenn du das bewusst machst, immer noch, ich kann mir jetzt den Mond ausdenken, der ist hier und dann denke ich mir aus, ich will aber nicht glauben, dass der da außen ist. Ich kann mir jetzt ein geozentrisches Weltbild ausdenken und ich kann mir ein heliozentrisches Weltbild ausdenken. Unterschied dürfte bekannt sein. Schwieriger wird es, wenn ich jetzt so sage, ich kann mein ägyptisches Weltbild, ein ptolemäisches Weltbild ausdenken. Ägyptisches Weltbild ist übrigens hier mit einem Zentralfeuer. Und da haben wir hier die Erde und hier haben wir einen Vulkan, Mr. Spock. Und jetzt ist das Problem, dieses Feuer ist wie die Sonne, dass der Vulkan sich genau synchron um die Erde rumdreht. Und dadurch kannst du von der Erde, weil das auf der anderen Seite dieses Zentralfeuers der Sonne ist, nicht erreichen. Da kommen die Vulkane her. Das ist jetzt gerade die Spiegelung zwischen Intellekt und Emotionen. Man kann sich das schön im Raumschiff Enterprise jetzt wieder meinen, dass du irgendwelche vorher diese Drehbücher geschrieben haben. Vergiss es. Das ist deine Logik. Es kommt hier und jetzt aus dir mit dem Wissen, wo das angeblich vorher war. Und jetzt kommen wir zum Frau. Aufpassen. Jetzt müsst ihr sehr genau aufpassen. Ich zeige euch mal das Geheimnis. Ich gehe jetzt nicht ins Hebräische, ich bleibe im Deutschen. Wir denken uns eine Ecke. Acht auf das Wort Ecke. Und ich nehme jetzt diese Ecke und ich strecke SDR-Ecke. Die Ecke, und dann kriege ich einen SD-Ecken. Ein Stecken ist eine gestreckte, eckte Ecke. Gut, jetzt haben wir ein Stecken. Jetzt denken wir uns an den Stecken eine Seite. Die gegenüberliegende Seite. Wir denken uns an den Stecken eine Seite, SD-Ecken. Das sind jetzt die Wörter, wenn du hebräisierst, du kriegst die originale Bedienungsanleitung, was da wirklich passiert. Und jetzt wird es interessant, ob ich die jetzt mit A oder E schreibe. Vollkommen wurscht, wir nehmen eine Seite. Du kannst es als E-Seite sehen oder als A als Seite sehen. Und wir nehmen jetzt diese Seite genau in der Mitte und machen aus dieser Seite wieder eine Ecke.
Und jetzt wird er erst die Ecken zu einem Bogen. Okay? Das heißt praktisch, in dem Moment, wo ich jetzt diesen Stecken, wo das Frau drauf ist, in dem Moment, wo ich diese eine Seite in der Mitte nehme und wieder eine Ecke mache, wird das Frau gebogen. Siehst du das? Das Frau wird gebogen. Fragebogen. Das ist ein Fragebogen. Dabei? Das ist dein Gesichtsfeld und dieses Gesichtsfeld ist jetzt genau genommen die Spiegelung des doppelt aufgespannte Eck, wo was geboren wird, das ist das Wild. Wie Ilet. Leute, das ist ein Hauch von der Physik, wo ich benötige, um eure Traumwelten zu programmieren. Ich sage jetzt nochmal, ihr habt keine Vorstellung, mit was für ein Wissen ihr jetzt konfrontiert wird, wie klein ich mich mache, um überhaupt mit euch zu kommunizieren. Ich habe in einem der Selbstgespräche das Beispiel, dass ich sage, wenn du jetzt dir vorstellst, du vergleichst dich mit einer Ameise. Rein auf die Körpergröße, auf die Masse bezogen, übersteigst du das Gewicht der Ameise um das zigtausendfache. Und ohne arrogant zu sein, kannst du auch behaupten, das betrifft auch den Intellekt. Das Wissen. Was dir aber nichts nützt, wenn ich dich jetzt so groß mache, wie, oder ich könnte sagen, wenn ich mich verkleine wie eine Ameise und ich gehe in einen Ameisenbau rein. Erklär das einmal die Ameisen. Das ist jetzt meine Situation, wo ich sage, ich muss mich sehr, sehr klein machen. Und was ich erleben durfte immer wieder, wenn ich wo auftauche, ich habe eine Übergangsphase, ich bin im ersten Moment, obwohl ich so unheimlich Intellekt bin, der dümmste in den ganzen Ameisenbau, weil das wieder eine Welt ist. Es ist wie, sag einmal ganz einfach, E-Dampfen. Das war von mir, vor 4 Tagen war das, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Das war in mir drin, aber ich musste das rausholen. Das ist wie die drinnen, die kannst du Hubschrauber fliegen. Nein, ich lasse mir das Programm schnell laufen. Ich mache nichts anders. Ich merke mir nicht. Wenn du mir jetzt irgendeinen Mediziner bringst oder einen Physikprofessor bringst, dann lade ich mir schnell das Programm aus mir raus. Wie hat mein Professor Rainer, du hast ja vielleicht öfter mit ihm geredet, wir waren in Österreich, waren wir eine Woche zusammen, wo wir spazieren gegangen sind. Und könnte ich jetzt noch einige bringen. Der sagt, Udo, ich bin seit so und so viele Jahre Professor für Betriebswirtschaftslehre. Du hast mir die Augen geöffnet über Sachen, wo ich sage, und das kennst du das und das, sagt er, du, ich habe das irgendwann mal gehört, angelesen. Das zieht der Udo aus nichts aus sich raus, als wenn er hier vor 5 Minuten erst das Buch selber geschrieben hätte. Die Fähigkeit, alles, was ich jetzt euch erzähle, ist euch möglich. Euch meine ich, jeden einzelnen von euch hätte denselben Zugriff. Das heißt, was muss ich machen, dass ich an dieses Wissen komme? Das ist einmal die Gebote halten. Was jetzt ganz wichtig ist, in dem normalen Leben nützt es dir gar nichts, weil du wirst das Wissen nicht erreichen, wenn du auch nur einen Hauch von Gedanken hegst, dass du mit dem Wissen Geld machst oder als Trockennasenaffe berühmt werden willst. Wenn dir jetzt Holofeeling, raumzeitlich gesprochen, in eurer Traumwelt, gibt es Holofeeling seit rund 20 Jahren. Wenn es mir danach wäre, dass das eine Sekte wäre, dass ich Leute, die Masse begeistere, es ist so unendlich lächerlich, schau doch mal hier. Ich könnte jetzt sagen, du bist ein Auserwählter. Das ist es. Aber glaub mir nicht, weil das keine Qualität hätte oder weil ich die Fähigkeit nicht hätte, sondern ich sage immer wieder, mich interessiert die Masse da außen nicht. Jetzt kannst du noch vielleicht, was er denn krass ist, nehmen wir mal die Seite, es geht ja um Klicks, in Redo seine Holofeeling-Seite, die hat jetzt knapp 400 und was weiß ich, 1000 Klicks. Das ist nicht Leser. Es ist, wir haben das einmal analysiert. Also er hat es analysiert. Er sagt, das ist eigentlich, was hier im Hintergrund mitläuft, sind vielleicht 70 oder 80 Mann. Wo was, die schauen regelmäßig da rein. Das eigentlich, es sind nicht mehr. Mehr Klicks hat die Seite nicht. Alle anderen sind im Laufe der Zeit. Wie oft gehst du auf ein Video, klickst drauf, schaust eine Sekunde und machst es wieder weg. Selbst wenn du jetzt die Selbstgespräche nimmst, also mal 250, 300, die vielleicht seit 10, 12 Jahren drin sind, die bringen es auf 5000. Dann gehst du auf Seite für E-Smoke. Feelgood, Schweiz. Tolles Thema, hochinteressant, wenn es dich interessiert. Ich würde jetzt nicht anlegen, knapp 300 Videos. Jedes dieser 300 Videos nur über Dampfpfeifen berichtet, über Liquids und so weiter und so fort. Zwischen 14 und teilweise 80.000 Klicks. Jedes dieser Videos. 300 Videos. Also diesbezüglich, was ich euch damit sagen will, vergesst Holofeeling gegen Dampfpfeifen. Dampfpfeifen sind viel interessanter. So, und jetzt haben wir uns das Frauen angeschaut und jetzt fangen wir langsam mit Wunder an. Jetzt versucht einfach immer an die Quadrat mit 3 Strichen zeichnen denken, möglichst wenig interpretieren
Und ihr müsst jetzt sehr präsent sein, jetzt verknüpfe ich nämlich alles, was ich so zufällig reingestreut habe. Zum Beispiel, dass ich sage, wir denken uns jetzt zuerst einmal unsere Marion aus und die legt sich hin und fängt zum Schlafen an. Kennen einige schon, aber jetzt passt mal genau auf. Das ist jetzt ganz, wir fangen ganz einfach an. Das Ohr Gottes, hochinteressante Sache, das ist Osen. Das Osen Gottes. Das ist natürlich, schau, jetzt stehe ich wieder da und sage, fange ich jetzt an oder fange ich nicht an. Wenn ich jetzt dir erkläre, was Osen wirklich heißt, dann pfeift uns wieder eine halbe Stunde weg in deiner raumzeitlichen Denkweise. Also lassen wir das einfach mal so. Das sind jetzt immer nur Beispiele von Beispielen. Was hier jetzt wichtig ist, und da machen wir, der Lodo hat einen, so einen Tetraederspiegel dabei. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich den drin habe, wenn ich ihn irgendwo... Das ist nur, dass ihr euch grob das vorstellen könnt mit dem Schlüsselloch. Das ist nämlich ein, das Zeug wird in der Dora, im Tempelbau, sowas von präzise beschrieben, wenn ihr das verstanden habt. Es macht euch atemlos. Was mir geht, das Prinzip ist, dass da mal hier ein, das ist jetzt ein Eckspiegel, wenn ich immer von einem Eckspiegel spreche.
Jetzt sieht es natürlich komisch aus, dass nur die Bodenplatte ist Glas und die beiden Seitenwände sind Glas. Könnt ihr euch vorstellen, und da fotografiert jetzt einer rein. Und interessant ist es, wenn du rumläufst, wenn der jetzt rumläuft und es filmt, ist die Kameralinse hier genau im Zentrum. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn wir jetzt hier angenommen, wir würden jetzt die Wand und den Boden oder dementsprechend die Decke und die zwei Wände, würden wir jetzt machen, die Decke ist Glas und die zwei Wände sind Glas. Und wir schauen jetzt da rein, dann würden wir uns sehen, übrigens auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Und wenn jetzt ihr da alle reinschaut und ich sag, wer ist genau im Zentrum, wo jetzt hier die Kamera ist, also ich habe ja das Bild hier, wo die Kamera ist, wer ist hier, wenn wir jetzt, das ist ja Gruppe, wer befindet sich im Zentrum, wird jeder behaupten, dass dieser Mittelpunkt genau hier ist. Genau hier. Das sagst du, das sagst du, das sagst du und du kannst rumlaufen. Alle diese Punkte, das dritte Auge, von jedem Einzelnen, der in den Spiegel, in den Eckspiegel da oben reinschaut, wird felsenfest behaupten, dass seine Stirn genau hier die Mitte von dem Eckspiegel ist. Obwohl jeder woanders sitzt. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, wenn man jetzt neugierig wird. Das ist das, was man schauen kann. Und jetzt ist, wenn man jetzt diese Ecke, ich nehme eine Ecke, ich strecke eine Ecke, es ist irgendwann klingt es schon mal gleich. Nämlich bin du heißt es, wenn was gleich klingt, dann hat es miteinander zu tun, schon aufgrund bei dieselben Lautwesen, das sind Schöpfungsenergien, in zur Wirkung kommen. Und wenn wir jetzt hier auf die Ecke nochmal das abschneiden und einen vierten drauf machen, haben wir den Tetraeder. Jetzt ist es die rote, diese drei stehen für, die zwei Seiten stehen für These, Antithese. Und der dritte ist die Synthese, der ist eigentlich schon nicht denkbar, der ist eigentlich schon null. Wenn Berg, wenn Dahl. Das gilt jetzt für alles. Die Einheit entsteht im selben Moment eine Vielheit. Etwas, was immer unvergänglich ist, erzeugt im selben Moment etwas Vergängliches. Denk an das Meer und seine Wellen. Jetzt ist aber dieses Meer, das immer ist, diese These, die ich mir ausdenke, existiert dann nur, solange ich sie denke. Einen Denker, den ich mir ausdenke, der ist mächtiger wie das, was er sich denkt. Weil alles, was er denkt, ist ja so, wie er sich denkt. Er ist das Subjekt und das sind die Objekte, die aufgeworfen sind von ihm. Von dem Programm. These, Antithese. Aber dieser Denker wiederum ist von mir aus gesehen bloß ein Objekt, weil ich denke mir jetzt diesen Denker oder diesen Denker oder diesen Denker aus. Also bin ich noch subjektiver in dem Meer, wie dieser Denker, der Subjekt für seine Objekte ist, sind diese Subjekte, die ihr seid jetzt Subjekte, ihr seid Denker, wo jeder seine eigenen Objekte herausprojiziert. Ihr wiederum seid bloß ein Objekte von mir. Aber sobald ich mich denke, als diesen Dritten, als die Synthese, der jetzt übrigens dann schon heilig ist, weil plus minus ist ja dann null, es ist diese Trinität, das ist das Geheimnis, in allen Religionen spricht man von einer Trinität. Im Christentum, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn, bei den Hindus, Vishnu, Brahma, Shiva, das ist das Prinzip, das ist die Urdreieinheit, die du nicht trennen kannst, du kannst nicht einen davon wegnehmen, ohne die anderen zwei mitzuzerstören. Und jetzt brauchen wir einen vierten, der sich die drei ausdenkt. Das ist die rote vier. Das wäre jetzt praktisch, die rote vier heißt der schließen, zumachen, die blaue. Der macht jetzt den Deckel zu. Aber jetzt denkst du dir den Tetraeder aus, diese vier aus. Dazu muss ein fünfter da sein und jetzt mach mal den Trick. Den setzt man jetzt mindestens genau ins Zentrum rein. Das ist, da hat der Loder, wer das rumprobieren, könnte heute Abend oder was auch immer ausschauen. Der hat einen Spiegeltetraeder mit einer Kamera, die reingeht und dann passieren so Kaleidoskope mit der Lampe. Und man kann das erste Mal relativ einfach sich merken, in dem Moment, wo ich sage, ich fange an mit einem normalen Spiegel. Das nenne ich den Spiegeltunnel. Dann kommt die Spiegelkante, wo den Klaus so wegpfiffen hat. Das war eigentlich, dass der Klaus jetzt noch da sitzt. Der Auslöser war dieser blöde Spiegelkantenspiegel. Wo ich dann sage, ich mache aus diesen drei, mache ich eine Kugel, eine Feuerkugel. Ist normalerweise unmöglich. Ich verändere den Winkel. Du hast eine unendliche Fläche, wenn du reinschaust. Die sieht ungefähr so aus wie das hier. Das haben wir jetzt als nächstes stehen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist natürlich jetzt nur, da hat jetzt einer, den wir uns ausdenken, ganz bewusst sein. Alles, was in euch auftaucht, kommt hier und jetzt aus diesem Gott, aus dem Internet. Und schon wieder das Zwanghafte, kann ja nachschauen, wenn der das reingestellt hat. Dann siehst du ein Datum. Das ist, du rechnest jetzt immer für alles, was jetzt in dir da ist, rechnest du hier irgendwas aus, wer das außerhalb von dir in der Vergangenheit irgendwie getan hat. Wobei das letztendlich wieder das ist, was du jetzt denkst.
Es sind und bleiben deine Gedanken. Das ist jetzt nur als so ein Spiegeldreieck mit einer Holzplatte und der Lichterwürfel drauf. Okay? Jetzt bitte genau mitdenken. Mach das einmal größer und den lassen wir jetzt einmal ein bisschen laufen. Das ist natürlich schlecht, man kann da jetzt schlecht reinschauen, aber jetzt müsst ihr wenn Fantasie haben. Wenn jetzt der halbdurchlässig wäre, wenn das jetzt Kerzen wären, was mir jetzt wichtig ist, wir haben die erste Grundplatte, ein Dreieck, da steht ein Würfel, das wäre jetzt die Quintessenz. Und alle Würfel drumherum, dieses Außen gibt es, wenn du da drin bist und schaust um dich herum, was du feststellst, es gibt die Außen, mir, wenn du wieder denk an unser Globalbewusstsein drüber rausgehst, stellst du fest, das gibt es nicht. Leuchtet ein, oder? Aber jetzt ist hier, jeder Würfel liegt auf, weil wir jetzt flächig sind, liegt auf einem kleinen Dreieck. Dasselbe passiert, Moment. Dasselbe passiert jetzt, wenn du dir jetzt, sonst brauchst du Fantasie, wir denken uns jetzt statt der Kugel, denken wir uns an den Dreh raus, das ist der Kristallmenschenzeichen, habt ihr schon öfters gesehen. Und wir machen jetzt in diesen Tetraeder wieder eine Lampe rein. Das ist die erste Quintessenz, das bin ich. Das ist dieses Ich mit Y geschrieben. Das Innerste, die Energie, die jetzt das absolute L ist, aus der alles entspringt, das ist UB. Und jetzt ist es also so, dass wenn du jetzt als dieses Licht, als Geistesfunk um dich rumschaust, so wie du jetzt in diesem Bild, jeder flächig gesehen in einem Dreieck liegt, ist jetzt das in der höheren Ebene, ist das ein Tetraeder, und um dich herum sind lauter Tetraeder, und in jedem dieser Tetraeder sitzt ein kleines Licht drin, das sind meine Geistesfunk. Okay? Das ist das rote IOB, und die ersten, wo drumherum sind, wie die Würfel jetzt flächig gesehen, sind Geistesfunk. Jetzt musst du aber wissen, ich denke mir jetzt aus, ich bin der Heiner. Na, so weit kann ich jetzt nicht weggehen von mir. Da muss ich ja, wenn näher. Also umso mehr man eins ist mit mir, umso näher, umso größer ist man. Ich bin jetzt halt wirklich ein Namen, denn ich bin jetzt der hier. Wenn ich der zu sein glaube, denke ich mich aus mich raus und im selben Moment schaffe ich, wenn ich, das ist das wieder eine Quintessenz, und wenn der um sich aus der Perspektive um sich rumschaut, sieht er komplett andere Wölfe, die aus ihm generiert werden, wie wenn der um sich rumschaut. Das überschneidet sich. Das ist jetzt drum, siehst du zum Beispiel, Stefan sieht jetzt den Udo, weil er in die Richtung schaut, und von mir aus gesehen sieht es aus wie der Stefan. Was aber letztendlich nur verdrehte, arithmetisch verdrehte Facetten sind von dem ersten. Das sind die roten Ich-Bins. Und was jetzt die nächste Ebene ist, wenn du dieses Ich Bin bist und schaust um dich herum, hast du Wölfe, und das sind die blauen Ichs. Jetzt hast du um dich herum blaue Ichs und davon sagst du, das blaue Ich bin ich. Oder das blaue Ich. Das ist jetzt der Zustand, der Geist, der mir zuhört, ist irgendeiner dieser, und der hat jetzt um sich herum verschiedene Programme, um das anders auszudrücken, und je nachdem, was für ein Ich du zu sein glaubst, ein blaues Ich hast du um dich herum wieder eine andere Welt. Das ist eine ganz, ganz grobe Metapher, die aber arithmetisch sehr interessant wird, wenn man das iteriert. Wir wollten doch ein bisschen Wunder machen. Das ist immer nur so Einsteigerwissen. Wir kommen auf nächstes einmal, bevor wir hier ein bisschen Physik, wo ich euch zeige, das habe ich schon im Video oder was ich, weil ich das gerade offen habe. Wir hören uns einmal einen Physikprofessor an, unseren Lesch, der Harry ist ja ein ganz toller Typ. Es ist jetzt, wenn du wirklich wach, richtig wach zuhörst, es sind alle, für dich werden alle diese physikalischen oder theologischen Diskussionen oder Erklärungen werden schmerzhaft schlecht, wenn du die Wirklichkeit, also schmerzhaft schlimm. Schauen wir mal, was er sagt. Ein hochdotierter Astrophysiker. Ich weiß aber nicht, kommentieren. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Noch ein Gedicht, hätte ich fast gesagt. Also eine Sendung, wo es wieder um Erfahrungen geht, die wir eigentlich gar nicht gemacht haben, von denen wir aber etwas wissen, weil andere Experimente gemacht haben, die uns etwas erzählen darüber, wie Dinge sind, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Du meinst jetzt, was jetzt hier für ihn wie ein Joke rüberkommt, ist die knallharte Realität. Das heißt, von dem wir nichts wissen, weil andere Experimente gemacht haben,
Das ist Sünde. Es ist Sünde, es ist Sünde und es ist nochmal Sünde, wie ich euch gerade erklärt habe, was Sünde ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Was natürlich jetzt kurz, lassen wir noch ein bisschen laufen und dann mal das ein wenig steichern. Ich schiebe ganz kurz dann einen Studenten ein. Das geht hier um einen Casimir-Effekt, den will ich euch nicht. Das ist übrigens zwei Platten, das ist der erste Spiegeltunnel, der beschrieben wird. Wenn ich euch das erkläre und die Formeln dazu mache, wirst du feststellen, dass das lückenlos alles ineinander greift. Aber mit einem ganz anderen Metapherbild in Bezug auf das Ganze. Das war ein Anfang, ne? Also, es geht um das Nichts. Es geht um gar nichts. Also um etwas, das so leer ist, dass wirklich überhaupt nichts drin ist. Und doch übt dieses Nichts etwas aus, nämlich eine Kraft. Das ist Gott. Das ist der Gott, den du überhaupt nicht denken kannst. Das ist Energie. Das ist ja das Schöne an der Energie. Das sind immer die klassischen... Moment. Die Energie, ich mache einfach, ich habe das irgendwo abgespeichert. Bei der Energie ist der Energieerhaltungssatz, sagt schlichtweg und einfach, Energie kann nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ich sage jetzt, ein träumender Geist kann nicht vernichtet werden, der ist schon nichts. Bloß wenn er zum Träumen anfängt, teilt er sich selber in viele, viele Aspekte, das sind seine Gedankenwellen. Darum wird er ständig von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form von sich selber umgewandelt. Steht in der Formel übrigens schon drin, wobei hier diese Grundenergieformel eigentlich, das sind in den Offenbarungen, ist nur die Kreisformel. Du kreist um dich selber. Wir reden von einer Evolution, das heißt herausrollen, und das Volumen heißt Kreis, heißt Rolle, auch eine Buchrolle. Das ist kein Wort, zeig mir, wo Volumen in irgendeiner Form Raum heißt. Nicht einmal übertragenerweise wird das erwähnt. Das ist also hier, im Anfang war das Wort, Leute, in allen Religionen, das Wort ist das Heiligste. Bloß wenn ich jetzt natürlich anfange, das Wort zu missachten, dann komme ich in eine Welt von Arroganz. Ja, sind wieder 1000 Gedanken gleichzeitig da. Ich muss das bei euch ja in kleinen Häppchen abrastern. Und das ist, es stimmt, ihr werdet von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt, bloß ich lege es nicht einseitig. Aber ich mache jetzt doch trotzdem mal ganz kurz nur Happen. Nimm das mit, und wir wollen ja, wenn die Spannung steigern für unsere Wunder. Der große Programmierer. Kraft. Und diese Kraft, die hat offenbar eine ganz, ganz wichtige Rolle, spielt die bei der Entwicklung des Universums. So war. Ich habe gerade gesagt, diese Kraft ist Gott. Macht Sinn, ne? Jetzt schauen wir mal, wir gehen einmal bei Albert den Trauri. Das ist natürlich jetzt lustig, jetzt zeige ich dir einen übermotivierten Studenten. Das ist, glaube ich, das hier. Und das müsst ihr jetzt euch auf der Zunge zergehen lassen, da kommt schon diese Arroganz mit. Ganz toll. Ich mag's jetzt bloß für euch auch so. Er hat jetzt studiert und er erklärt euch ganz einfach den Casimir-Effekt. Hey und wie jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier, Quantenfeldtheorie und der Casimir-Effekt. Ich will ehrlich zu euch sein, das ist sicher das komplexeste Thema, was wir hier bei Compact Physics je hatten. Ich probiere trotzdem, es kompakt und möglichst verständlich darzustellen. Möglichst verständlich, also es ist ganz einfach, versteht er ganz leicht. Trotzdem, von nichts kommt nichts, das komplexeste Thema ist mitunter sicher eines der interessantesten Themen. Wir werden Fragen behandeln, ist Vakuum wirklich leer? Und die quantenfeldtheoretische Antwort darauf erhalten, nein, es gibt Vakuumfluktuationen. Es können Teilchen und Antiteilchenpaare entstehen und wieder verschwinden. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Casimir-Effekt. Jetzt erst einmal der Wahn des Raums. Es gibt überhaupt keinen Raum. Es gibt den Raum, den du dir ausdenkst, der ist aber eine Illusion in deinem Kopf. Ihr kennt, ich habe gerade gesagt, wir spannen was vor uns auf, was nicht da außen ist. Ich soll immer gern, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Monitore, zwei Bildschirme, das ist wie eine Cyberspace-Brille, wo jetzt bei den Videospiele kommen, dann ist hier Schluss. Das heißt, ich würde jetzt hier in den Raum rein sein, ich sehe ich da hier außen sitzen, dreidimensional, wobei jetzt von außen betrachtet, merkst du, dass für den gar kein Außen gibt, das ist ein reines Konstrukt von zwei unterschiedlichen Bildern in seinem Kopf. Und was ich ja zigfach gesagt habe, wir können jetzt zum Beispiel sagen, gehen wir mal jetzt an die Erdkugel. Jetzt sage ich, wischen weg und jetzt denke an ein Sandkorn.
ist jetzt die Erdkugel in deinem Kopf, die ist ja deine Information, ist diese Erdkugel größer wie das Sandkorn? Ist das, hat die überhaupt eine Größe oder denkst du dir das bloß größer? Du denkst dir was Großes aus und was Kleines aus, wobei es in Wirklichkeit eigentlich beides überhaupt keinen Raum einnimmt. Der Spiegelraum, das Geheimnis von Mose, der Mose, ich reiße mir 40 Jahre den Arsch auf, um euch durch die Mitbord zu bringen und ich darf in das gelobte Land nicht hinein. Da müsste ich nämlich über den Jordan gehen. Das Jordan ist das Hinabsteigen in die Traumwelt. Ich muss nicht mehr in den Traum hinabsteigen, heißt es. Übrigens, das Wort Jordan schreibt sich auf Hebräisch IAD. Und das ist die Silbe IAD, ist Ört, Isch. Isch im Hebräischen ist Gestaltwerdung. Also ganz normal im Wörterbuch, es ist, es besteht, es taucht auf. So wird es beschrieben in Wörterbüchern. Und IAD Isch heißt, es taucht was ab. Der Wellenberg ist ja Geist, der ist ja noch El Hayom. Aber mit dem Wellenberg, den ich aufwerfe, entsteht im selben Moment ein Dollar und das wirkt jetzt wie ein Luftraum. Das ist eine grobe Metapher, weil in Wirklichkeit hier schon, wenn du dir die Meeresnulllinie denkst, denkst du dir schon an Raum über das Meer, was du Himmel nennst. In Wirklichkeit gibt es nur Geist. Und der hat auch keine Ausdehnung, aber wenn du dir jetzt Geist denkst, dass es nur Wasser geben würde, ein bisschen Fantasie haben, wie muss ich mir das dann vorstellen, das was entsteht, obwohl am ursprünglichen sich nichts verändert, du denkst jetzt einmal so, wie du das gelernt hast in der Physik, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht und die Wassermoleküle bestehen aus Sauerstoff und Wasserstoffatomen. Jetzt hat dieses Wasser die Eigenart, dass es verschiedene Aggregatzustände gibt, was an den Molekülen, an den Atomen als Dingern sich überhaupt nichts verändert. Das heißt, in dem Moment, wo Wasser gefriert, kommt kein Atom hinzu und es fällt kein Atom weg. Und ich sage jetzt immer wieder, du bist das Meer selber, es gibt kein außerhalb von dir. Alles ist dein Geist. Der jetzt natürlich hier, L ist eine Implosion in einen unendlich kleinen Punkt, wo sich alles befindet. Alles drumherum ist ausgedacht. Und ich sage immer wieder, du bist dieses Meer, bleib bei dieser Metapher und plötzlich erstarrt in dir ein Gedanke, du denkst an einen Fisch. Dann ist plötzlich ein Fisch da. Der unterscheidet sich von dem ganzen anderen, was nichts ist. Und du denkst uns einfach, dass ein Eiswürfel in Fischform. Der entsteht aus dem Nichts, entsteht erstatt ein Gedanke, gefriertes Wasser in Form eines Eiswürfels im Wasser. Wir haben weder ein Atom hinzugefügt noch weggelassen, es ist nur Wasser. Überhaupt keine Veränderung, nur in einem gewissen Bereich erstatt ein Gedanke. Und diese Veränderung, die siehst du, weil du immer nur Unterschiede sehen kannst. Das ist jetzt eine grobe Metapher. In der Formel, wenn man die Formeln anschaut, sieht man das wesentlich genau. Es gibt bloß in einer Welt fast keinen, den das interessiert. Denn ist der Preis zu hoch, den sie bezahlen müssten, ihren Status aufzugeben, weil an der Hochschule hingehen und das sagen, verbreiten, fliegst du sofort raus. Das ist, du rennst gegen Mauern. Das ist übrigens ein Gesetz, wenn man Zeitfenster aufspannen, schon seit Jahrhunderten existiert. Das sind deine ausgedachten Welten, egal in welche Zeiten du reingehst. Und das wollen wir ja gar nicht verändern. Ich will euch ja hinten um rausholen. Nochmal, die Traumwelt, die ist ja nur ein Führerscheinprüfungspunkt. Die wollen wir ja lassen. Du sollst das erkennen. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Schaut einmal. Wir wollen nicht so technisch, wenn interessant ist, das rechte Teilchen. Das sind die sogenannten Vakuumfluktuationen. Das heißt, in einem Vakuum, die stellen fest, die erzeugen einen leeren Raum, was schon ein Blödsinn ist. Will ich nicht darauf eingehen, weil um einen leeren Raum zu erzeugen, musst du dir jetzt erst einmal irgendeine Grenze ausdenken, zum Beispiel ein Glasgefäß. Wenn wir uns jetzt hier ein Glasgefäß denken, dann ist ja da noch Luft, Sauerstoff, da sind ja noch Atome und so drin, sagt die normale, wohlgemerkt, das sind jetzt Worte und das erzeugt in dir Vorstellungen, das sage ich dir, dass das da drin ist. Gesehen hat es überhaupt noch keiner. All das, was du dir ausdenkst, muss, bevor du es denkst, schon auf deinem Programm drauf sein. Da gibt es ja nichts zu entdecken. Mein altes Beispiel, Chemie, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Helium. Das sind vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose und vollkommen unsichtbare Gase. So steht es in jedem Chemiebuch drin. Die Luft, die ihr jetzt atmet, so lernt man das, besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und ca. 1% Neon, Edelgase. Jetzt frage ich euch, wer hat das entdeckt? Jetzt geh mal in der Zeit zurück mit der normalen Logik, wo man das nicht wusste. Wie will das irgendeiner entdecken, wenn das Wissen nicht da ist? Diese Gase kannst du nicht sehen, du kannst sie nicht kriegen, du kannst sie nicht schmecken und sie sind vollkommen ungiftig. Sie sind schlichtweg und einfach etwas, was man nicht wahrnehmen kann.
Jeder, der dir das erzählt, dass es so ist, bis hin zum Mendeleischen Periodensystem, wie die Atome aufgebaut sind. Wenn man das genauer anschaut, das sind Widersprüche ohne Ende und das merkt keiner. Wir hören uns unseren Rest, schau dir mal das an, das ist wie die rote und die blaue Brille. Es entsteht ein persönlicher Geist, das sind sogenannte hier ein Teilchen und ein Antiteilchen aus dem Nichts. Das ist eine Gedankenwelle. Das Nichts ist Gott, das bist du selber, das ist der Geist, wenn er nichts denkt, ist er nicht. Dann gibt es auch um ihn herum keine Traumwelt, keinen Raum und keine Zeit. Und erst wenn du zum Träumen anfängst, bist du die Energie, die wird jetzt zur Gestalt. Das ist natürlich interessant, schau, wenn wir jetzt hier den Ibri weitermachen. Das Wort Ibri, du bist ein Embryo, ein Fetus in der Matrix. Du denkst irgendwie eine gegenüberliegende Seite. Jetzt wird es natürlich noch interessant, wenn man das Gegenüber, wenn man weiß, dass GG ist ja die 3. GG, wenn ich jetzt 3-3 hinschreibe, kann ich das erste Mal 3-3 lesen, dann heißt es Gak. Das ist das hebräische Wort für Dach. Das ist ausgedacht. Deutsch, Hebräisch. Ich kann aber 3-3 auch lesen als 33, dann kriegst du Gall und das heißt Welle. Und Ü ist aufgespannt mit zwei Bündchen drüber, Bar heißt das Äußere. Könnte ich jetzt, ich will es doch nicht immer hin und her schalten. Das heißt, das gegenüberliegende Seite, das ist das Ausgedachte, die ausgedachte Äußere. Und der Ibri jetzt, schau mal, Evra, Aufwallung, dann kommt die Fähr, das Fährschiff, zu wissen noch, Schiff, das hebräische Wort Schiff ist Ani, dasselbe Wort heißt auch ich. Das Schiff, mach mal nur das Fähr, dass ich nicht so weit ausholen muss. Dieses Schiff, wenn ich wieder ein, das deutsche Wort, kann ich jetzt einladen in Ski. Wenn ich jetzt in den Gematrie Explorer Ski eingib, heißt das Geschenk. Und F, bei F denkt immer an eine Facette. Ein Fragment. F und P, PH ist ja ein Buchstabe im Hebräischen. P steht für Wissen. Dein Wissen, du magst PH, ist ja F. Wird zu einer Wissensfacette, das Wissen wird wahrgenommen, dann wird es zu einer PH, zu einer Facette. Zu einem Fragment. Das ist jetzt ein Puzzlestück, wo du dich rein fokussierst und das erlebt das Ich oder macht das Ich, das ist das Schiff. Darum heißt dieses Wort Schiff im Hebräischen zum einen Ani, auch Ania. Und Ani ist die schöpferische Existenz deines Intellekts. A-N-I, wenn du unten nachschaust, ist die schöpferische Existenz deines Intellekts. Das ist kein willkürliches System, ihr könnt auf die Zahlenebene gehen oder werdet ihr gnadenlos überfordert. Dann heißt es noch, das Hinübergehende, du gehst jetzt hinüber in diese Traumwelt. Dann sagt man, der ist über den Jordan gegangen. Das ist natürlich das gelobte Land, das ist jetzt nicht negativ, da kann man was erleben. Was meinst du, was du erlebst, wenn du in deinem Bett liegst und dich selber vergessen hast? Erleben du es doch bloß was als der, der du jetzt zu sein glaubst, hier, unten, nicht im Himmel. Übrigens Himmel, das deutsche Wort Himmel. Ha-Yom, El-Ha-Yom ist Gott und Ha-Yom ist das Meer. Gott das Meer. H-M, M-L. Das M-L, wenn ich jetzt das L wieder, das kann ich sagen, das Meer von Gott. Ich kann das L mit 70 schreiben, dann heißt das Meer, das hochgehoben wird, das ein Joch wird. Das L mit 70 geschrieben. Das sind jetzt etliche, die das verstehen und andere haben Fragezeichen auf den Augen. Das hängt vom Programm ab. Müsst euch aber nichts denken, das müsst ihr nicht wissen. Das ist immer wieder, das ist nicht das Entscheidende. Seid einfach beeindruckt. Aber jetzt kommen wir zu den Hebräer. Mir bösen, bösen Deutschen. Wenn einer meint, ich bin hier antisemitisch eingestellt. Was sind denn Semiten? Die Semiten. Habe ich schon mal kurz angesprochen. Muss nochmal aufstehen, sonst kriege ich Kreuzweh. Altes Jugendleid von mir. Die Semiten ist ein Volksstamm, die kommen in der biblischen Geschichte von Sem. Das ist einer der drei Söhne vom Noah, die die Sintflut überlebt haben. Dieser ganz, ich mache jetzt das in Märchengeschichten, die auf der Tiefe, auf der höheren Tiefe mit Holofeeling, waren das für sie rein physikalische Formeln. Also dieser Sem, das ist ja hier, wir haben hier den Japhet, wir bleiben bei dem Sem, und die von den drei Söhnen vom Noah, die von dem Sohn Sem sind, das sind die Semiten. Antisemitisch heißt gegen Semiten sein. Das nennt man hier Antisemitismus, ist wieder neu in Deutschland. Das ist so ein Blödsinn, wo ihr nachquatscht. Ich weiß jetzt einmal sagen, wie antisemitisch ist. Es gibt in der ganzen, in der von euch zurzeit aufgrund eures Programms, das ihr von mir habt, ausgedachten Welt, gibt es kein einziges Volk, das antisemitischer ist wie die Juden selber. Zu den Semiten gehören die Juden, die Ägypter, die Perser, die Syrier, der Iran, Irak. Das sind alle Semiten.
Das antisemitischste Volk, das zurzeit in eurer Traumwelt existiert, ist Israel. Weil die nämlich gegen alle anderen Palästinenser, habe ich vergessen, gegen alle anderen Semiten, wer ganz massiv dagegen ist, ist Israel. Die sind antisemitisch, die Deutschen sind das in keinster Weise. Jetzt normal, das hat man zu erkennen, so wie ich euch gesagt habe, Nazio. Wenn du hörst Nazi, du bist fest programmiert, dass bei dem Wort Nazi nur ein Bild hochkommt. Ich habe dir das ganz neutral gesagt. Es ist was Tolles, wenn du ein Nazi bist. Nazi heißt, du bist stolz auf deine, jetzt auf dieser Ebene, auf deine Herkunft. Ich kann ein stolzer Grieche sein, ich kann ein stolzer Türke sein, ein stolzer Franzose sein. Und ich habe als dieser Spezialisierung, ich sage, ich kann stolz auf mein Augenvolk sein, auf mein Ohrenvolk sein, aber immer nicht in dem Größenwahn zu glauben, dass mein Volk besser ist wie irgendein anderes Volk. Das ist das, was ich euch lehre. Meine Religion, mein Glaube, jeder Glaube hat was ganz, ganz Spezielles. Die asiatischen Religionen, das sind wie Werkzeuge, das sind wie eure Sinnesorgane. Und wenn ihr nur einen einzigen Glauben benutzt, seid ihr entweder blind oder ihr seid taub oder ihr könnt nicht schmecken, ihr könnt nicht fühlen, irgendwas passiert mit euch, weil ihr Mangel habt. Ihr entheiligt euch. Was jetzt natürlich wieder spaßig ist, was heißt denn katholisch? Das lateinische Wort katholikos heißt schlichtweg das Ganze betreffend. Niemand ist weniger katholisch wie die katholische Kirche. Weil die ja schon ein Problem hat, wenn ein protestantischer Pfarrer irgendwie was macht in ihrer Kirche. Das ist jetzt selber denken. Und jetzt schauen wir diese Ivri, jetzt genau aufpassen. Jetzt kommt das Wort Ivri. Das ist Eberi, das ist das hebräische Wort für Hebräisch oder Hebräer. Lernt jeder Ivri in der Schule. Wir haben also jetzt erst einmal, die gehen ins Jenseits, aus dem Jenseits kommen, es ist noch sehr unreifer Geist, das ist Embryogeist von der anderen Seite. Dann wallen die sich auf, Grimm, Sünde, Übertretung, Verstoß, dann in Evra, okay. Und jetzt kommen die Hebräer, die Ivri, und jetzt passt auf, was das nächste Wort ist im Wörterbuch. Gesetzesverbrecher, kriminelle Straftäter, Sünder, Strafentlassene, Gesetzesverletzer, Verbrecher. Die hebräische Existenz, Ivrien, korrekt übersetzt, das ist Hebräisch. So sagt es die Wörter, so wie die ganzen Wörterbücher, die in aller Welt erklären, dass Deutsch, Deutschland, Gottesland heißt. Und jetzt wichtig, ich sage nochmal, es geht hier nicht um irgendwelche Länder, wo du dir ausdenkst, das sind Symbole. Wenn du nicht Deutsch kannst, kannst du das Himmelreich nicht betreten. Jetzt kommt natürlich deine Logik, ja, dann wird ja kein Türke oder kein, was weiß ich, kein Franzose ins Himmelreich kommen. Ist schon wieder Sackgasse. Pass auf, egal was du dir ausdenkst, das kommt sowieso nicht ins Himmelreich. Das ist eine Welle, wenn die wieder zusammenfällt, ist sie weg. Holofeeling ist ein vollkommen anderes Weltbild. Ups. Das ist der Unterschied. Ich dockte nicht rum, das ganze Geschwätz, Matrix und so weiter und so fort. Ich rede von was vollkommen neu. Das ist wie wenn du aus der Matrix rauskommst und du kommst in die jetzige Welt, wo man dich abnabelt. Das ist wie im Film Matrix. In Zion bist du noch lange nicht frei. Die rote oder die blaue Pille? Ist schon die Frage wieder Einseitigkeit. Du musst beide nehmen. Weil nur wenn du unten träumst, kann oben eine Welt entstehen. Es gibt kein Rot ohne Blau, das sind die zwei Seiten. Wie war das nochmal? Es entsteht aus dem Nichts. Ein Teilchen und ein Antiteilchen, Paar, es entsteht aus dem Nichts und fällt wieder in sich, löscht sich gegenseitig aus. Das ist Physik. Bloß, dass ich das etwas anders erkläre. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, der will euch das ja einfach erklären. Auch in einer sehr kurzen Zeit wieder vernichtet werden und so weiter. Wir werden sehen, dass dieses Vakuum, dieses klassisch leergedachte Wesen, dieses klassisch leergedachte Volumen sehr voll ist, sehr energiereich ist. Wir werden Zero-Point-Energies, Nullpunkt-Energien diskutieren. Nullpunkt-Energien, der absolute Nullpunkt, dieses extreme Zentrum. Was natürlich jetzt ganz interessant ist, das Wort Zentrum, was heißt Zentrum? Sagt jeder, das ist Mittelpunkt übertragenerweise. Wobei das Wort Mittelpunkt ja auch nicht schlecht. Mit L, L ist Gott, mit L in einem Punkt. Finde ich klasse. Fällt mir. Das ist ja der Stachel nur. Das ist übrigens, Ach ist der Bruder. L ist Gott. Die raumzeitliche Erscheinung deines Bruders Gottes. Wir sind Gotteskinder. Schaut euch ganz einfach, was ich als Jesus gesagt habe.
Ihr sagt, ich bin ein Ketzer, weil ich behaupte, ich bin ein Gott, steht ich geschrieben. Der Adam nach Gottes Ebenbild ein Gotteskind ist, breche ich die Gebote, wenn ich einfach das ausspreche, was da drin steht? Und so weiter und so fort. Und wir werden sehen, dass es einen Casimir-Effekt gibt, dass dieses Vakuum also wirklich auch auf Platten eine Kraft ausüben kann. Platten, BLA heißt Wunder, TT, das Wunder von zwei Erscheinungen. Jetzt, ich mache das ganz grob, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, richtig an einer Schule, dass man das von vornherein richtig aufbaut. Die Schwierigkeit, die ich habe gesagt, wir machen ein Gemisch, was für euch viel interessanter ist, in Lebensregeln, die ihr benutzen könnt. Das kannst du in deinem Leben überhaupt nicht benutzen. Das ist eigentlich mehr jetzt so momentaner, wenn er beeindruckend, darum haben wir den weg. Jetzt wird es interessant, wenn er in die Formeln geht. Wenn ich euch jede Formel erkläre, wirst du die sofort mit ein bisschen Holofeeling wissen, tausendmal besser verstehen wie jeder Physikprofessor oder Physikstudent, weil er rezitiert nur. Selbst seine Vorstellungen, und das machen wir jetzt, das machen wir mit Professor Lesch. Und jetzt lasst euch, ich werde jetzt das kommentieren, was er sagt. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Mach ein bisschen lauter. Ich habe jetzt schon alle hier im Studio gewarnt, wegen den Nebenwirkungen dieser Sendung. Ich muss Sie natürlich vor allen Dingen warnen. Das wird eine Sendung, da führe ich Sie wirklich an den Rand der Möglichkeiten, an den Rand der Erkenntnis. Macht er jetzt. Er führt euch an den Rand der Erkenntnis. Es ist in einem gewissen Maß ein Esoteriker. Das ist ja das Schöne, es gibt Esoteriker innerhalb des Kreises und Exoteriker. Jetzt ist genau genommen das in der, für Fachleute die Esoterik fast ein Schimpfwort. Und ich beginne normalerweise, wenn ich mit Leuten spreche, sage ich, das, was ich euch erzähle, ist weder ein religiöses noch ein esoterisches und so kein wissenschaftliches, geistloses Geschwätz, sondern wir unterhalten uns hier von Fakten. Und egal, ob du in einer politischen Partei bist, es ist eigentlich jeder, der in einer Partei ist, ein Esoteriker, befindet sich in einem Kreis, wo er glaubt, sie haben Recht und alle, die außen sind, haben keine Ahnung. Die müssen wir in unseren Kreis reinholen. Egal in welcher Esoterik, in welcher Partei, in welcher Gruppe, in welchem Glaubenssystem du versumpft bist, du trennst ganz klar zwischen die Wissenden und die Nichtwissenden. Es ist immer wieder dieselben Sätze. Was haben alle Parteien oder Gruppen oder Sekten gemeinsam? Obwohl die komplett unterschiedliche Ansichten vertreten. Die haben einige Sachen gemeinsam. Punkt A, sie bekämpfen irgendwelche Feindbilder. Das heißt, die können noch so viel C wie CSU, CDU wie christlich vorne drauf machen. Sie bekämpfen Feindbilder, Geistlose auch, die katholische Kirche, die protestantische Kirche, ich sage mal Zeugen Jehovas. Versucht bitte einmal einen Zeugen Jehovas zu erklären, dass es keinen Satan gibt. Hast du keine Chance? Ich lasse mir doch von dir mein Böses nicht wegnehmen. Der nächste Punkt, egal in welcher Glaubensgemeinschaft du dich befindest, du leidest in dem Moment an der impertinenten Arroganz, dass du glaubst, deine Logik ist richtig und alle anderen Logiken sind verkehrt. Da ist Holofeeling ganz anders. Ich sage dir, jeder hat Recht, aber jeder hat nur ein bisschen Recht. Im Gegenteil, es ist jeder dieser Glauben, dieser Perspektiven sind sichtbar machbare Perspektiven, sind Bastelstücke von dem Heiligen Ganzen. Und alle glauben, wenn sie möglichst viel Kohle haben, dann werden sie mächtig. Sag mir irgendeine Gruppe, wo das nicht stimmt, vom Fußballverein bis zur katholischen Kirche. Ist erbärmlich, ne? Weiter, zuhören. Also er führt euch jetzt, der Astrophysiker, unser Harry Lesch führt uns an den Rand der Erkenntnis. Es geht um den Urgrund allen dinglichen Seins. Müsst ihr da eigentlich mittlerweile wissen, wer das ist? Der Geist, der sich's ausdenkt, den man nicht selber denken kann. Simpel. Also um den Anfang von allem. In dieser Sendung wird es um Symmetrien gehen und um Symmetrien. Jetzt ist es irre, wenn dir aufpasst. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht recht hat, im Gegenteil. Ob jetzt du mit normaler materialistischer Logik, die wurde auch so in Vorstellungen umwandelst, wie du das jetzt mit Holofeeling machst, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ziele und um die Theorie von allem und also fangen wir mal ganz lang. Eine Theorie von allem kann es in der Form nicht geben, weil eine Theorie ist eine Sichtweise, eine These, eine Perspektive. Und sobald du wieder eine Theorie, eine Sichtweise vertrittst, bei jeder Vorstellung vom richtig setzt du ein Gegenteil. Weil eben das alle nicht denkbar ist. Ich kann das Wort Wetter denken und das Wort Gott denken. Aber das ist immer nur der Begriff für eine Kollektion. Wenn ich sichtbar machen will, muss ich da reingehen. Langsam an und versuchen einfach nur mal uns gedanklich vorzustellen. Wir versuchen uns gedanklich vorzustellen, vor uns hinzustellen. Immer tiefer und tiefer. Wir gehen jetzt tiefer und tiefer in unser Wissen rein. Und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in den Raum vordringen. Jetzt nicht in den Weltraum, sondern hier in unserem. Ja? Nicht da außen, hier in unserem. In das Kleine, das Wasser, dann rein, hier bis die Wassermoleküle kommen und dann gehen wir hier rein in die Wasseratome. Entschuldigung,
Sauerstoff- und Wasseratome, wo die Elektronen sich rumdrehen. Er begeht Sünde. All das, was er jetzt sich bildlich vorstellt, kennt er nur vom Hirn so. Bring mir einen, der das gesehen hat. Er stellt sich hin und bildet kleine Idioten aus wie den Grot, die das wieder weitergeben und wieder weitergeben und wieder weitergeben, bis irgendwann da kommt und sagt, ich will die Scheiße nicht mehr glauben. Der hat selber zum Denken angefangen. Das musst du sein. Wir würden uns einfach, ja, langsam aber sicher den Atomen nähern, von den Atomen zu den Atomkernen, ja, würden durch die Elektronenhülle rasen, in den Atomkern hinein, zwischen die Bestandteile des Atoms. Das ist übrigens alles bewiesen, gell? Wie definierst du bewiesen? Das ist, wenn ich euch sage, alles, was hier Astrophysik ist und Elementarphysik ist, wenn überhaupt, die sitzen vor Computer und schlitzen nur vor Bildschirmen. Selbst jetzt, wenn du dir Zahn ausdenkst, ist übrigens jetzt ausgedacht. Zweites Gebot, macht dir kein Bild von irgendwas da draußen. Da kommen wir jetzt dann gleich zu den Pyramiden. Kerns, ja, wo hört's denn auf? Wo ist denn R gleich Null? Also wo ist denn die Ausdehnung des Raums Null? Wo ist R? R, rot geschrieben, ist der Kopf. Wo ist der Kopf gleich Null? Im Bereshit. Da ist es Null, aber jetzt, die ganze Naturwissenschaft hat mit zwei Phänomenen ein riesengroßes Problem. Das ist es Null und es unendlich. Da stützt das ganze System, das auf materialistischer Logik aufbaut, obwohl die schon seit ungefähr 60 Jahren unbewusst in ihren Formeln damit rechnen, weil sonst mit Renormierungen, weil die in Widersprüche in Sackgassen reinfahren, bis zum es geht nicht mehr. Es gibt da so einen schönen, schöne Karikatur, die muss ich euch erklären, ich hab's ja nicht. Aber denkt einfach einmal mit, das ist eine ganz einfache Strichkarikatur. Ihr denkt euch jetzt, das wäre das Bild. Es ist ein ziemlich leerer Raum. Du siehst vor dir nur einen kleinen viereckigen Tisch stehen mit einem Stuhl davor und dem Stuhl hängt der Jacke. An der einen Seite der Wand ist eine riesengroße Tafel wie in einem Physiksaal mit einer riesengroßen Formel. Und dann ist ein Fenster, das ist offen und der Vorhang wedelt. Und du siehst jetzt im Hintergrund, es muss, dieses Zimmer muss irgendwo im 60., 70. Stock in New York oder was sein, weil da weiter noch andere Hochhäuser sind. Das ist das Bild. Keine Worte drunter. Interessant ist, wenn man uns die Formel anschaut, so eine riesen physikalische Formel, hier die G, die wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und unten steht dann ist gleich 0, 3 Ausrufezeichen, 4-mal unterstrichen. Jetzt könnt ihr euch Gedanken machen und zusammen machen, was passiert ist. Das kann der Physiker nicht ab. Das ist Gott, darum wollen die ja vor Gott nichts wissen. Gott ist nichts. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt, weil er alles ist. Geht denn das überhaupt? Es geht nicht. Das wäre eine Singularität. Das wäre der Abgrund. Ab ist Vater und der Vatergeist wird rund. Das ist die Lebendigkeit, entspringt aus diesem Nichts. Uns Naturwissenschaftler. Auch der Abgrund für Sie, übrigens, gedanklich, müssen Sie mal überlegen. R gleich Null. R gleich Null. Da wäre ja nichts. Jetzt frage ich dich, was ist eine Traumwelt? Was ist eine Traumwelt als Ding an sich? Es ist eine Form, es sind ständige Umformungen von Geist. Vergiss einmal dein Gehirn, das ist auch bloß ein, was ausgedacht ist. Jetzt ist aber die Sache, echt, real, wird es erst, wenn du träumst und nicht weißt, was du träumst. Wobei ich hier immer wieder sage, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie. Ihr kennt meinen Satz. In einer hinduistischen Schrift habe ich Folgendes verfasst. Es gibt bloß einen einzigen Glauben, der noch geistloser und dümmer ist wie der Buddhismus. Entschuldigung, wie der Materialismus. Das ist der Buddhismus. Das schockiert im ersten Moment, dass ja keine Buddhisten hier sitzen. Ich bin auch Buddha gewesen. Hat einmal Osho, den wir uns jetzt ausdenken, ganz bewusst, wenn du da schon mal was gehört hast von Osho, von Bhagwan, der hat ein tolles Buch über Jesus geschrieben, wobei er ja, Osho ist ja asiatische Kultur, nachdem er intensiv das Neue Testament und das Thomas-Evangelium studiert hat, hat er eine ganz klare Aussage getroffen. Ob uns das Asiaten passt oder nicht. Jesus Christus ist 1000-mal mehr wie Buddha. Ich sage dann immer, wenn es den Osho gegeben haben sollte, hat er es verstanden gehabt. Was dann nochmal der Unterschied ist. Aber jetzt sage ich euch, wieso hier der Buddhismus das Einzige ist, was noch blöd ist, wie der Materialist. Der Materialist, der glaubt an Dinge, die er nicht einmal überprüfen kann, wenn er wollte, und sagt, das ist. Das heißt, du bist felsenfest davon überzeugt, dass dein Körper existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Das ist für dich bewiesen. Das ist doch dumm. Wie kann ich das als bewiesen sehen, um etwas zu beweisen? Muss es doch da sein, wenn ich das untersuche?
Es sind Hirngespinste. Ich kann mir, auch wenn es ein Hirngespinst ist, denke ich zumindest dran. Aber das ist ein Glaube, der aufbaut auf eine Sache, die du nicht einmal beweisen könntest, wenn du wolltest. Zum Beispiel, ob dein jetzt sicher ausgedachter Körper existiert, wenn du nicht dran denkst, weil wenn du nicht dran denkst, ist er nicht. Ja, du, ich lasse mal ganz kurz die Dinge nur, du mich nochmal dran erinnern. Was jetzt natürlich interessant ist, wieso behauptet er, dass der Buddhist noch dümmer ist? Weil der Buddhist etwas sieht und sagt, das gibt's nicht. Ist ja alles nur Maya, es ist ja überhaupt nicht da. Wieso, was meinst du, wie das Maya ist, wenn ich dir das auf den Kopf drauf hau in den Traum? Was ich euch jetzt sage, ist wieder genau die Mitte. Sagst du mal, diese Aussage, was nicht ist, ist nicht. Und du sollst niemals das Erscheinungsphänomen Materia an sich bezweifeln. Es ist ein Faktum, eine hier und jetzt übertriffbare Tatsache, dass der Udo in einer gewissen Entfernung vor euch real erscheint. Gut, er ist was Ausgedachtes und genau genommen, denk an die Cyberspace-Brille, ist ja eigentlich nur eure Information. Und wenn du jetzt diese Flasche anfasst, fasse an, die spürst du jetzt, die es hat, die ist da. Die ist real. Immer dran denken. Ihr habt zwei Arten von Darstellungen in eurem Bewusstsein, in eurem Indivisionalbewusstsein. Das ist einmal feinstofflich. Das heißt, es ist nur gedacht. Und ich, real ist optisch im Gesichtsfeld oder akustisch jetzt. Das, was du hörst, ist akustisch gesehen Realität. Es ist optisch Realität. Die Flasche ist jetzt Realität. Und jetzt mache ich so, und was ist sie jetzt? Jetzt ist sie weg. Nee, Blödsinn, wir denken doch noch dran. Die ist jetzt immer noch da, die ist jetzt nur in den feinstofflichen Bereich reingehupft. Wenn du nicht mehr dran denkst, ist sie weg. Jetzt ist sie noch da. Jetzt schau mal, jetzt beobachte mal, wenn die auf dich auflöst, und das wird dir nicht gelingen. Du, solange du nämlich an die Flasche denkst, ist sie da. Ich passe jetzt mal auf, wenn die nicht mehr da ist. Und du wirst merken, es muss sich löschen. Das geht nicht, das kannst du nicht, du kannst keine Auflösung beobachten. Udo, da gibt es in den Matrix-Film das Neo-Dorf, wo das Kind zu ihm sagt, versuche nicht die Pferde. Ja, ein Löffel. Ist das ein Löffel zu viel? Das ist rein, weil du versuchst, wenn du Dinge verändern willst, das ist ja nur ein Fluten deines Geistes. Es ist immer nur das Fluten des Geistes. Aber wir reden hier von Fakten und jetzt, glaube ich, lassen wir das nochmal gut sein. Ich habe übrigens von ihm mindestens nochmal 30 solche Anekdoten. Es geht in einem fort, wenn ich Gesetze erkläre, mir geht's nur darum, dass du einen Hauch von Gefühl dafür bekommst, dass ich sage, bring mir irgendeinen Physiker, ich lasse dem so die Luft raus und er kann nicht einmal dagegen argumentieren. Er muss sagen, stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, das wäre Demut. Es geht hier nicht um Rechthaberei, dass ich jetzt hier mein, das, was ich sage, ist richtig. Es stimmt ja alles, was er sagt. Bloß, du siehst jetzt, das ist ein Pixelmännchen, das war nichts. Der war nur in eurem Kopf. Es sind Figuren im Traum. Es kann ein Gedanke, den du dir ausdenkst, ist nur, wenn du ihn denkst. Das gilt auch für den Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Und der wird so sein, wie du ihn dir denkst, wie du ihn träumst. Du suchst dir das nicht raus. Die Schwierigkeit war ein Leben lang, dass du gemeint hast, die wüssten was, die du dir ausdenkst. Die sind strotzdumm, weil du strotzdumm warst bis jetzt. Du kannst dir erst einen ausdenken, der, wo was wirklich verstanden hat, wenn du selber verstanden hast. Erst, was du verstanden hast, kannst du dich in einen hineindenken. Wenn du nur nachplapperst, schwingt sich das selbstständig hoch. Und jetzt wird natürlich was Eigenartiges. Jetzt wartet einmal. Ich mache jetzt erst, um das nochmal abzurunden, machen wir hier die Cheops-Pyramide. Das ganz kurz, das tun wir nicht so lang. Das sind so klassische Probleme, wo ihr bestimmt schon mal mitgekriegt habt. Da machen wir jetzt erst Wikipedia. Wir schauen uns nur die Maße an. Das ist jetzt hier Basismaß 230,33 Meter Höhe, ursprünglich heute Volumen, Rauminhalt, Neigungen. Das ist natürlich, in manchen Büchern steht drin, die Cheops-Pyramide ist das am genauesten vermessenste Bauwerk der Welt. Es ist also hier mit Lasergeräten, in Klimakammern, dass es ja Abweichungen gibt durch Temperatur, wurde die Cheops-Pyramide vermessen. Ich habe jetzt hier die genauesten Angaben, die ich im Internet gefunden habe. Das heißt also, Cheops-Pyramide ist hier 230,34. Schau, wir haben hier jetzt 230,33. 230,34 Meter, das sind Zentimeter, das sind Millimeter, das sind Hundertstel, das sind Tausendstel Millimeter. Jetzt noch berechnet mit der Abweichung, mit der Toleranz, Messgenauigkeit. Okay? Das ist einmal das Erste, hier dieses Wunderwerk, mit was für einer Präzision
diese Cheops-Pyramide gebaut wurde, aber was natürlich noch wesentlich größer ist, und das, man kennt ja so eigentlich diese Punkt 7. Die Cheops-Pyramide soll in nur 20 Jahren erbaut worden sein. Dazu ein Rechenexempel. Selbst bei 12-Stunden-Schichten an 365 Tagen im Jahr müsste man etwa alle 2 Minuten einen Steinquader in Position bringen und einbauen. Was jetzt natürlich hier noch nicht erwähnt ist, vielleicht kommt es irgendwann an einer anderen Stelle, der Steinbruch, wo diese Steinquader her sind, ist 600 Kilometer von den Pyramiden weg. Das heißt, die müssen alle 2,5 Millionen in so einen Steinquader von 28 bis 40 Tonnen, 600 Kilometer, das muss eine riesen Ameisenkette sein. Jetzt rechne die aus, wie viele Menschen du brauchst. Das dann zu bewerkstelligen, musst du ja zusätzlich eine Logistik haben. Die müssen ja essen, trinken, kacken, irgendwie versorgt werden, alles auf einen Haufen. Also das ist schon... Darum kommt ja irgendwann einmal hier das Außerirdische. Ist doch klar, die Dänigen, das Außerirdische. Sind alle so super. Was ist krank? Was ist wirklich krank? Man will nicht ums Verrecken holen von dem materialistischen Weltbild durchlaufen. Das ist das Dogma schlechthin. Ich bin ein Trockennasenaffe, die Welt war schon vor mir da und es ist eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Es ist immer wieder das Gleiche, wenn man glaubt, die Welt ist eine Scheibe, wie die ersten Kommas sind, die Welt ist eine Kugel, am Sauge sagt, ihr spinnt doch. Immer dran denken, ihr seid Rauben, ihr müsst zum Spinnen anfangen, wenn ihr weiterkommen wollt. Aber jetzt kommt mein Bonbon, kommt erst. Punkt 8. Die Pyramide wurde zu einer Zeit errichtet, als man in Ägypten weder das Rad noch Eisen oder Stahl kannte. Man besaß Meißel aus Bronze, Steinwerkzeuge, Hanfseile und viele gute... So. Auf 1000 Millimeter genau vermessen. Es fällt keinen auf. Ich habe euren Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler. Das ist jetzt einfach nur ein Bild. Du denkst dir die Pyramide schon wieder aus. Ich habe euren Führerscheinprüfungsbogen Physikbücher so massiv voller Fehler, obwohl es dann trotzdem stimmt. Das ist es irre. Es stimmt und stimmt nicht. Du musst immer wieder, wenn du die Symbolik verstehst, sind beide Seiten bei mir gleichzeitig dort. Das muss man sich fast aneignen. Heiliges Denken. Wirklich heiliges Denken. Wir kennen tausende von Beispielen. Es ist, das erste Problem ist euer raumzeitlicher Glaube. Wie beginnt ich bin, du kannst dir jetzt viele verschiedene Glaubensgemeinschaften, Religionen ausdenken, die sich bekriegen, aber du wirst irgendwann einmal erkennen, dass in deiner momentanen Traumwelt das eine allereinzige Weltreligion gibt. Das ist Materialismus. Egal, ob das ISIS-Spinner sind, ob das katholische Spinner oder Zeugen Jehovas sind, was keiner dran rüttelt, auch so kommen Zeugen Jehovas zu mir, die glauben ja fest, was in der Bibel steht. Krieche neuen Wachturm und das vorne des Universum, Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mond. So, kennt ihr eure Gebote nicht? Macht ihr kein Bild von irgendwas da drum am Himmel? Was du feststellen wirst, dass der normale Mensch, der normale Christ, bleiben im Christ und der normale Jude schon komplett an die ersten 2 Gebote komplett abstößt. Das dritte, es geht dann noch weiter. Das heißt, ihr brecht schon das halt ihr verdammt nochmal das 2. Gebot. Das nochmal, du darfst als träumender Geist dir was ausdenken, bloß dir ist jetzt mittlerweile bewusst, dass das bloß in deinem Kopf ist, dass es ausgedacht ist. Und jetzt denken wir uns was Schönes aus. Ideen. Wir können jetzt, pass auf. So entstand das letzte noch existierende der 7 antiken Weltwunder. Vor 4600 Jahren also, als die meisten Menschen fellbehemmt irgendwie ihr Leben meisterten, wurde in Gizeh diese Pyramide errichtet. Dafür wurde ein Felshügel abgetragen. Eine Fläche von mehr als 6 Fußballfeldern wurde mit Steinblöcken ausgelegt. 2,3 Millionen Steinquader mit einem Gewicht von gut 6,2 Millionen Tonnen wurden verbaut, zu einem Bauwerk von 146 Metern Höhe. Ein schmaler, 100 Meter langer Gang wurde schnurgerade in den Felsuntergrund getrieben. 130 Granitquader wurden bis in 70 Meter Höhe verbaut, mit millimetergenauer Präzision. Die Pyramide hatte 8 Seiten statt 4. Sie hat schweren Erdbeben getrotzt. Die Genauigkeit beim Bau ist bis heute unübertroffen. Die Pyramide ist exakt ausgerichtet und das alles gebaut in nur 20 Jahren. Und zwar damit.
Das ist nicht nur beeindruckend, es erscheint geradezu unglaubwürdig. Doch genau das gab den Anstoß zu diesem Film. 10 Jahre wurde allen Rätseln nachgegangen und das Ergebnis der Recherche ist geradezu umwerfend. 2 Baustellen liefern uns eine anschauliche Vorstellung davon, was in Gizeh geleistet wurde. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beteiligten sich 22 Nationen mit finanzieller Unterstützung von 50 Ländern an der Umsetzung der in über 2200 Blöcke zersägten Tempelanlagen von Abu Simbel, die vom Assuan-Staudamm bedroht waren. Trotz modernster Maschinen dauerte das Unternehmen 5 Jahre. 2200 Sandstein- und Felsblöcke in 5 Jahren. 2 Millionen in 20 Jahren. Ohne Baumaschinen und Kräne. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Aber die zweite Baustelle ist eine ehemalige Tongrube, die mit Schutt aufgefüllt wurde. Das Volumen der Grube ist etwas kleiner als das Volumen der Cheops-Pyramide. Und wie lange dauerte es, die Grube aufzufüllen? 12 Jahre. Und da wurde nichts erbaut. Alle 3 Minuten kippte ein Kieslaster einfach seine Ladung ab. Pro Werktag 80 Laster. Jean-Pierre Martin leitete den Bau des Viadukts von Millau, einem der größten Bauvorhaben Frankreichs. Sein Kommentar zur Cheops-Pyramide? Entweder man glaubt an Gott oder Aliens, dann kann man sich alles vorstellen. Oder man hält sich an die irdische Vorstellung, dass hier Menschen gebaut haben. Wie sie das geschafft haben? Keine Ahnung. Ich könnte es jedenfalls nicht bauen. Ist es nicht wahrscheinlich, dass der Bau viel länger dauerte? Das ist jetzt immer, man versucht, eine Lösung zu finden, die Probleme. Ich bin genauer schon drauf eingegangen. Es ist die Granit, wenn ihr mal mit Granit gearbeitet habt, in der Cheops-Pyramide sind die Granitblöcke, da sind Löcher gebohrt in dem Durchmesser 40 cm tief. In Liechtenstein, jetzt aufpassen, in Liechtenstein gibt es ja Hilgi-Bohrmaschinen, gibt es eine Akademie, das ist weltweit eine Universität nur für Bohrtechnik. Die haben das untersucht und die sagen, wir sind heute mit dem, was die Menschheit an Bord hat, und die aufwendigsten Laserbohrgeräte, sind wir jetzt mit viel Mühe gerade dazu in der Lage, genau diese Bohrungen so anzufertigen, wie die in diesen Granitblöcken drin sind. Ich habe gerade gesagt, Vorsicht, was war jetzt? Es waren Worte. Wie war das nochmal? Schließt eure Augen, lauft durch die Wohnung, der Kühlschrank, da ist ein Kühlschrank da. Der Kühlschrank ist in euch auftaucht, weil ein Wort dieses Bild in Verbindung mit eurem Programm ein Bild erzeugt hat. Das ist eine Eingabe und eine Interpretation. Nichts anderes sind die Pyramiden, die 20 Jahre. Was sind 20 Jahre? Was sind 1000 Jahre? Alles, was in euch auftaucht, ist hier und jetzt. Die Erdkugel ist hier und jetzt, wenn du sie denkst, in deinem Kopf. Und das Atom ist auch in deinem Kopf. Du kannst dir um die Endkugeln daneben rumdenken und um das Atom Elektronen rumdenken. Ist jetzt das eine Größe in deinem Kopf größer oder kleiner? Es ist so, wie du dir es ausdenkst. Es ist aber in dir drin. Es sind deine Vorstellungen, wie du es vor dich hinstellst. Jetzt passt doch mal auf. 1000 Jahre. Eine Sekunde. Haben die 1000 Jahre jetzt länger gedauert wie die Sekunde? Auch 1000 Jahre sind in dir so, wie du sie dir vorstellst. Aber letztendlich bloß solange du an 1000 Jahre denkst. Was du nicht denkst, ist nicht. Und darüber diskutiere ich nicht mit einem Trockennasen auf. Und jetzt ist wieder diese Drohung, wenn ich ein ernstes Geschicht mache. Ich drohe jetzt nicht. Dem Menschen, der du zu sein glaubst, der überlebt sowieso nicht. Es gibt was viel Schlimmeres, nicht immer, aber in vielen Fällen gibt es was viel Schlimmeres, wie weg zu sein. Dort stell dir ja vor, das ist weg. Wollt ihr mal was viel Schlimmeres hören? Stell dir mal vor, du wirst jeden Morgen als Sigmund wach. Ne, Sigmund! Jeden Morgen mit einer Hartnäckigkeit wirst du jeden Morgen als Sigmund wach. Das ist doch noch schlimmer wie weg sein. So, jetzt passt auf. Jetzt fangen wir mal wenn an. Ich habe jetzt noch tausende so Beispiele. Ich habe viele, viele Dinge. Wir haben morgen nur Zeit, dass wir wenn lachen können. Schaut doch mal auf das Datum. Das ist im jüdischen Kalender der 1. Elul 5705. Jetzt denkt man schon wieder aus. Das ist jetzt aufgetaucht. Jetzt könnte ich sofort sagen, oh, Diana Manaras, Key of Life, die hat mir hier das geschrieben, das ist ihr eingefallen vorige Woche. Das ist ihr einfach so eingefallen und da ist hier dann so, komm mal, schreibt sie, weil sie total begeistert war. Moment, du das ein wenig hoch.
Jetzt hat es mir heute. Schau, ist gleich nochmal. Sie hat nämlich ein paar Schreibfehler gefunden, kleine. Moment, da muss ich schauen, ob das. Der 17. Das ist jetzt der 2. Elul und heute ist der 3. Heute ist der 18. Den brauchen wir. Und das ist jetzt die Schrift. Also müsst ihr schauen, die hat der Redo bestimmt irgendwie auf die Seite gestellt. Und das baut jetzt erst einmal auf hier. Einfach, die haben wir sehr intensiv die Offenbarungen studiert. Da können wir jetzt reinschauen. Sie ist zurzeit sehr auf dem Trip in der ägyptischen Mythologie. Und das ist, wenn man sich intensiv mit den Sprachen befasst, wenn man dann soweit ist, schaut, das sind die zwei Videos, die hat es von mir gekriegt gehabt, aber schon verlängern, das sind alles Auszüge. Ist immer gut. Da geht's jetzt, IHUB habe mit der geistigen Transformation am 11.8.1996 begonnen. Heimsuchen werde ich IHUB am 18.8.1996. Das ist übrigens der Zyklus, wenn man jetzt hier mal schneller mal schauen will, was übrigens der Tipp ist, es gibt diese Das ist also die große PDF, die ist manchmal interessant, wenn ihr was sucht. Ich soll immer wieder irgendein Wort eingeben, wenn du was, nicht jetzt allgemein, was da in den Offenbarungen drin ist. Das ist jetzt hier, das sind Auszüge, die sind in der Wiedergeburt drin und das sind jetzt nur Märchengeschichten. Ihr könnt euch, lest euch selber mal schnell rein, muss ich mein Stimmchen ein wenig schonen. Wichtig, angeblich. Es sind nur Worte. Das sind alles nur Worte, die lösen in dir Vorstellungen aus. Gelerntes Wissen kann man nachplappern. Papier ist geduldig. Das ist also jetzt das Spiel. Ich arbeite nur mit Zahlen, die bei euch verstreut sind. Da geht es um arithmetische Gleichungen, nicht um ausgedachte chronologische Zeitspannen, die ja nur hier und jetzt, die sind immer nur jetzt gedacht. Okay? Und jetzt passt auf, jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt gehen wir auf eine jüdische Seite. Das ist ganz normal. Zur Judenseite. Und zwar beschäftige ich uns mal mit den hohen Feiertagen. Die Seite taucht jetzt in euch auf. Vergesst, dass irgendwo da außen einer ist, der das jemals geschrieben hat und ins Internet gestellt hat. Nochmal, Internet ist Gott, das ist dieses Nichts. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Was übrigens interessant ist, vor ungefähr 3 Wochen, muss ich jetzt nochmal stehen lassen, war in Erlangen
Die Loops 15. Was ist die Loops 15? Ich zeige euch, was die Loops 15 ist. In diesem Jahr wird die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein 100 Jahre alt. Das ist das Problem. Das Wichtige ist die spezielle Relativitätstheorie von 1905. Die erklärt eigentlich schon alles, nämlich dass alles, was du dir ausdenkst, in dir drin ist. Die allgemeine, die hier 15 Jahre dann nachgearbeitet wurde, ist wieder ein zwanghaftes Vergewaltigen einer ganz einfachen Erkenntnis, um das raumzeitliche Weltbild aufrechtzuerhalten, um praktisch hier das zweite Gebot weiterzubrechen. In Ich bin du heißt es, Albert Einstein hat in seinem Leben, in seiner Arbeit sehr, sehr viele Fehler gemacht. Er hat einiges Wichtiges übersehen und das möchte er jetzt gern durch die Offenbarungen wieder richtigstellen. Übrigens, der Albert Einstein, das Leben ist auch ein Buch in dem Bücherregal, das wir sind. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich habe zigfach hier die schon im 8. Band von den Offenbarungen erkläre ich relativ einfach und kindhaft, was die Relativitätstheorie eigentlich heißt. Es wird schlichtweg damit bewiesen, dass es außerhalb von deinem Kopf keine Welt geben kann. Genauer wie in jedem Philosophiebuch. Rein physikalisch mit einer Formel, mit einem Gedankengang, dass es da außen eigentlich über gar nichts gibt, sondern dass es bloß in dir drin ist. Kann man relativ jedem 14-jährigen Kind erklären, dass diesen Gedanken mitgeht und es zwingt dich in keinster Weise irgendwas glauben zu müssen, was übrigens auch die Naturwissenschaft macht, das sind Axiomen. Es ist ein blinder Ansatzpunkt. Ich sage immer, das naturwissenschaftliche Weltbild, wie es jetzt da ist, ist ein riesengroßes, gigantisches, arithmetisches Kartenhaus. Kartenhaus, wo die unteren Karten nicht stimmen. Das sind die Axiomen. Man setzt Grundbedingungen. Zum Beispiel ist es unantastbar, egal welche Arbeit, wissenschaftliche Arbeit du in der Biologie oder in der Medizin hörst. Der Mensch ist dieser Körper und das Gehirn. Und wenn der Körper und das Gehirn nicht mehr funktionieren, gibt es dich auch nicht mehr. Obwohl du Geist, der du mir jetzt zuhörst, auch dann da bist, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist das Dogma. Und das gilt als bewiesen, dass der Körper trotzdem da ist. Das gilt als bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist, obwohl es noch nie einer gesehen hat. Ich sage immer wieder, zeig's mir. Zeig mir, dass die Erde eine Kugel ist. Dann bringst du mir ein Buch, sorry, das ist ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf ist. Ein Film? Mit der heutigen Computeranimation, wenn ich jetzt das sagen will, aber so weit gehe ich ja gar nicht, dann müsste einer sein, der dann die anderen verarschen will. Ja, aber die Ast in der Schattenfrau heißt schon, jeden, den du das Spiel jetzt magst und hartnäckig bist, der kommt irgendwann einmal, ich kann gar nicht anders, was er sagt, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Was ist jetzt Astronaut? Was ist Astronaut jetzt? Ein Wort. Es ist einfach ein Wort, wie Pyramide. Es ist ein Wort und dein Programm macht jetzt aus diesem Wort in deinem Kopf ein Bild. Du kannst es, wenn du neben dir stehst, kannst du das beobachten. Ich mache mal mein Lieblingsbeispiel, dass ich sage jetzt zum Beispiel Schneewittchen. Es ist nur ein Wort. Jetzt wirst du feststellen, dass dir Schneewittchen, sagst du mal, solch Märchen. Das Märchen, das ist schon wieder ein Chat, ist eine Kollektion. Da sind 7 Zweige drin, bei dem Wort Schneewittchen in dem Ordner. Vergifteter Apfel, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und ein Schneewittchen. Wie sieht es aus? Stell dir mal das Schneewittchen vor. Ich behaupte jetzt, denk an unser Beispiel, geh durch deine Wohnung. Dass jetzt jeder von euch ein anderes Schneewittchen im Kopf hat, aber ich habe euch so programmiert, dass das trotzdem im Ganzen, bis auf meins. Mein Schneewittchen hat blonde Haare, die Frisur von der Marilyn Monroe, ein Zungenpiercing und einen kleinen Mini-Lederlock an. Ja, ist mein Schneewittchen. Aber anders Programm. Was ist jetzt richtig? Lass uns jetzt das rausdiskutieren, wessen Schneewittchen das echte ist, das richtige ist. Das ist das, was in Köpfen passiert, wenn einmal in dir ein Glaube drin ist, wo du sagst, so kann sich das und irgendeiner behauptet was anders, anstatt dass du dich freust und sagst, danke, dass du mir eine neue Sichtweise gibst, die ich bisher nicht gekannt habe, ein neues Puzzlestückchen von mir. Fängst du zum Streiten an und erklärst ihm, dass er nicht recht hat. Ihr solltet da mal die Neo-Apokalypse lesen. Oder Holofeeling für Neugierige, dieses kleine Gespräch hier mit einem, wo ich behaupte, jeder hat recht. Nein, so kann man das nicht stehen lassen, es hat nicht jeder recht. Und dann sage ich, lass mir doch von dir nicht ausreden, dass du recht hast. Wieso? Ja, weil eben jeder recht hat, du bist doch auch jeder. Das kann man nicht so sagen. Weil du siehst doch, dass ich das so sagen kann.
Das ist jetzt die nächste Dummheit, dass ich ihm vormache, dass ich das so sagen kann. Ich kann zum Beispiel Martin sagen, obwohl das Martin heißt. Ja, so ist das nicht richtig, so kann man das nicht sagen. Du siehst doch, dass ich das so aussprechen kann. Ich kann mir das auch so und so denken. Ich nehme mir die Freiheit, weil ich doch ein Spinner bin. Ich habe schon zum Spinnen angefangen. Selig sind die Verrückten, die sehen das Himmelreich. Gibt's da was von Radiofahren? Radiofahren, genau so ist es. So. Jetzt, was ich euch hier zeige, dass diese Loops, schaut einmal, Professor Diemann, es sind nur wieder Worte und wir denken uns was aus. Professor Diemann und seine Kollegen widmen sich am Institut für Quantengravitation der FAU der Entwicklung und Erforschung einer Theorie, die Einsteins Theorie und den Gesetzen der Quantenphysik verbindet. Als ein Quantentheorie der Gravitation vom 6. bis 10. Juli 2015 treffen sich rund 200 Expertinnen und Experten aus aller Welt zur Konferenz LUPS 15 in Erlangen, um sich über die jüngsten Resultate auf dem Gebiet der Quantengravitation auszutauschen. Das erste Mal, da sieht man nichts auch in den Teilchenbeschleuniger. Jetzt könnte ich wieder sagen, das ist ein Milliardengrab für Egoisten. Es ist genauso wie die Pyramiden ausgedacht. Die Falle beginnt, wenn du sagst, ja, ich kann aber doch dahin fahren und dann ist es doch. Es ist so, wie dein Spiegelschrank und dein Kühlschrank, den du dir hier und jetzt in deinen Kopf hervorholen kannst, zumindest feinstofflich, du kannst den auch materialisieren. Das heißt nicht, dass du dich jetzt ins Auto setzt und dann heimfährst. Ich würde mir wünschen, dass du heimkommst, heimkommst. Zurück zu mir. Sondern es passiert nichts anderes, was man gerade macht, und ich spreche Worte und wir tauschen Bilder in deinem Kopfkino aus. Und was jetzt passiert, es passiert genauso bloß mit realen Bildern. In deinem Gesichtsfeld. Es wird genauso austauscht. Und immer dran denken an die vier Stufen der Vergessenheit. Umso realer die Bilder für deine Logik werden, umso mehr entsteht in dir das Gefühl, dass das da außen ist und du nichts damit zu tun hast. Ja? Du hast da mal von unterschiedlichen Schöpferfähigkeiten gesprochen, die jeder Geistesfunke bekommen kann. Ja. Körperliche Schöpfungsfähigkeit in Form der Zeugungsfähigkeit. Die Pubertät. Jeder Betrunkene. Die Pubertät. Und die geistigen Formen heißt, dass man bewusst die Buchstaben aussprechen muss. Muss man sich in der Richtung vorstellen, wie du das eben vorgebracht hast mit der Frage und weiter? Wie kommen wir da weiter? Das ist jetzt eine Sache, dass, pass auf, ich würde es dir gerne erklären und ich kann es dir erklären. Ich sage einfach, ganz grobe Metapher, jetzt für dich wieder, du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Jetzt machen wir diesen Sprung. Ich befinde mich jetzt in der Gebärmutter deiner Frau. Ich bin reingekrabbelt, um dir zu sagen, hey, pass auf, deine Geburt steht an. Wenn du jetzt rauskommst, das ist ja immer wieder nur das Kind innen und außen, sage ich immer wieder, ist ja noch dasselbe Eva. Entscheidend ist, wenn man die Nabelschnur durchschneidet. Ob jetzt der Körper in der Matrix, es bleibt ja immer noch, die Bilder in dem Kopf von dem Kleinen kommen ja von der Nabelschnur. Das ist praktisch wie, das wird dargestellt in der Matrix. Und auch hier, wenn ich jetzt die Matrix anspreche, es gibt kein Vorher, das ist ein reines Welt, funktioniert ganz anders. Es ist ein Programm, ein Computerprogramm. Was kann ich dir in der Matrix erklären, wie die Welt ist, wo du reinkommst? Ich wüsste was jetzt sehr viel davon, aber ich kann dir nicht sagen. Du kannst es auch einem frisch abgenommenen Säugling noch nicht sagen. Du kannst auch einem Vierjährigen nicht viel über Sexualität erklären, du kannst Worte sprechen, das ist wie wenn du zu einem Papagei sprichst, der kann das eventuell wiederholen, aber er weiß nicht, was das bedeutet. Das ist mit der Reife verbunden. Was aber ein Trick ist, wo ich immer wieder sage, du kannst das Phänomen zumindest erahnen, indem du dich eine Stufe kleiner denkst, wie du denken kannst. Das ist mein mit dem Kegel. Du weißt jetzt, was ein Kegel ist? Klar, der ist ein Kreis und von der Seite ist ein Dreieck. Jetzt machen wir uns bewusst dumm. Das ist schon eine alte Geschichte, wenn jetzt wieder einer gebildet ist, der sagt, ach, das ist Flatland von Ebbon. Alles ist nichts Neues unter dieser Erde. Du bist in einer Welt, wo du nur Flächen kennst. Du kennst keine dritte Dimension. In dieser Welt ist ein Kreis was ganz was anderes wie ein Dreieck. Ein Kreis ist rund ohne Kanten und Ecken und ein Dreieck ist spitz und eckig. Die sind nicht verbindbar, die passen nicht zusammen. Okay? Von der höheren Ebene aus gesehen merkst du, dass das, was sich widerspricht, ein vollkommen neuer Gegenstand ist. Ja, beides ist und noch viele Zwischenstufen. Und ich habe so oft wiederholt, wenn ich jetzt sage, frage einen normalen Menschen, ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck, sagt jeder normale Mensch, die meisten sagen sowohl als auch. Ich sage Blödsinn, weder noch.
Weil Kreis und Dreieck sind flächenunerkenntlicher Körper. Weder noch Kreis und Dreieck sind flächige Projektionen von dem Körper. Aber ich kann nicht sagen, sowohl als auch. Merkst du, es ist nur Präzision im Ausdrücken. Aber jetzt, das könnt ihr nachvollziehen. Das ist logisch, weil du kannst die Ebene, weil du ja Körper sehen kannst. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich dich frage, wie sieht eigentlich die Verbindung von einem Kegel und einer Kugel aus? Jetzt kannst du keine Bilder mehr machen, jetzt kommst du ins Programm. Die sind schon verbunden. Schau dir die Konsonante Rorix an. KGL. Kegel, Kugel. Und jetzt, wenn wir nur Konsonant uns das anschauen, dann ist GL ist die Welle. Das können wir jetzt rot und blau machen. Ich mach immer wieder, wenn die einfach macht. GL. Sorry. Das ist einmal die Welle, der Kot, der Steinhaufen und die Welle. Klassisch steht immer nur eine Haufe und eine Welle. Und jetzt ist, pass auf, eine Welle. Jetzt haben wir das Teilchen-Wellen-Phänomen. Das hast du in dem Wort, in dem hebräischen Wort ist es drin. Jeder mit ein bisschen Bildung hat schon mal von dem Teilchen-Wellen-Phänomen gehört. Dass ja Licht einmal Photonen sind, kleine Teilchen sind, aber dann sind es wieder Wellen. Muss ich jetzt nicht erklären, ist eigentlich Kinderkack. Aber das ist in dem Wort Gall eigentlich schon drin, GL. Das ist, ich kann das jetzt rot lesen, dann hast GL ein geistiges Licht und wenn ich, das ist immer Plus, das musst du hier so machen, sonst kann ich das nicht darstellen in dem Programm. Und blau gelesen hast, das blaue G ist ein intellektuelles physikalisches Licht. Das ist praktisch der Geist, das geistige Licht, die man nicht denken kann, die Energie und das sind die Gedankenwelt. Jetzt ist K als Vorsilbe im Hebräischen heißt immer wie, das ist die 20, mache ich immer einzeln schnell, das wird jetzt im Ganzen wird's nicht drin sein. Weil es das Wort in die Wörterbücher nicht gibt, kann sein, dass ich es dazu geschrieben habe. Richtig? Das Kopf heißt immer wie, das heißt wie eine Welle. Was man natürlich jetzt, wenn wir das Gimmel anschauen, das, der dritte Buchstabe heißt ja, das ist das G, aber ausgeschrieben schreibt sich ja der GML. Gimmel. Das ist jetzt praktisch das Wort Gimmel, Buchstabe 3. Dann heißt der zuerst einmal, das heißt Kamel, symbolisiert ein Kamel. Kameltreiber, Pensionsgesetz, Anton, entwöhnen, erweisen, reif werden, reifen, vergelten, wohltun. Das ist das Gimmel. Will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ich werde merken, wenn ich es euch erkläre, machen die ganzen Wörter eine kleine Geschichte, die genau passt. Interessant ist, schau mal, was da steht, als Einzelbuchstaben. G steht immer für Geist. Und die zwei, ich mache die Welle immer, weil ich normal einen Rückholfall habe. Aber nochmal, das Programm lässt es nicht zu. Und ML heißt praktisch, M steht immer für Gestaltwerdung blau. Wir haben jetzt hier praktisch einen bewussten Geist. Und die anderen zwei ist dessen Gestaltwerdung. Das sind deine Gedankenwellen aus physikalischem Licht. Was Lichtschatten sind, ist Wellenberg und Wellendorf. Ausgedachterweise. Aber was noch nie an Auffallen ist, ist der Buchstabe G, sag ich immer, denk an Geist. Jetzt schau mal, was ich da dahinter schreibe. Beachte MC Quadrat. M steht für Gestaltwerdung, M in der Physik ist Masse und L, sage ich immer, ist Licht. Licht ist C Quadrat. Beachte, Geist ist Licht und Licht ist Energie. Das ist das, das bist du. Und Masse und Licht ist E ist M mal C Quadrat. Energie ist Masse mal Licht. Gimmel, dieser dritte Buchstabe, diese Trinität, These, Antithese, Synthese. GML sind die von dir Geist. Ist G, Plus ist verbunden, Minus Masse, Licht, Schattenprojektion in der ausgedachten Matrix-Traumwelt. Beachte lateinisch Masse, heißt Klumpen, zusammengeknieteter Teig. Ken et R heißt, die Basis ist die zeitlich erweckt. Die Basis. Müsste ich jetzt jedes Wort hebraisieren, ich könnte es aus dem Stegreif, aber dazu wird. Dann griechisch Matza, heißt Brot, das war natürlich der Brotteig, und immer bei Brot denkt immer dran Adam. Das hebräische Wort Adam heißt auch Rot. B als Vorsilbe heißt in, immer wenn du Brot hörst, B Rot heißt es im Adam. Im Adam. Da kommt auch das Bethlehem her. Reif werden. Reif hast eine Spiegelfacette werden von für selber ein doppelt aufgespannte, erweckte, geöffnete Existenz. Das ist eine Gedankenwelt. Und
Es klingt so unendlich vielfältig, darum soll ich lese einfach die Onboardungen, es funktioniert. Es ist ein ganzer Stapel von Leuten, die sitzt, die nicken bloß immer, die nicken, weil sie es drauf haben. Und einer, der hier meint, ich kann hier kurz reinschauen, aber gilt es nicht für alles? Versuch doch einfach mal Spanisch zu lernen. Ich garantiere, bis du einigermaßen Spanisch kannst, dass du dich unterhalten kannst. Ich lerne dir wesentlich schneller, dass du jetzt, wenn ich dasselbe spreche, dass du nur nickst und sagst, stimmt, und du denkst weiter. Das ist viel leichter zu lernen wie eine ganz normale Fremdsprache. Wir kommen aber nochmal zurück zu unserer Relativitätstheorie. Hier, was mir jetzt darum geht, wir machen da gar nicht groß, was entscheidend ist, dass hier jetzt diese 200 Top-Physiker immer mehr erkennen, doch scheint Einsteins Erkenntnis liegen offen zu lassen, welche die allgemeine Relativitätstheorie, das wir ja lesen, mir geht zum Anschluss. In welche Richtung denkt die Physik heute? Gehen wir davon aus, dass unendliche Werte tatsächlich darauf hindeuten, dass man den Gültigkeitsbereich der Theorie überschritten hat? Dann brauchen wir eine neue Theorie. Bislang ist es der Physik gelungen, 3 oder 4 Wechselwirkungen, die wir kennen, die elektromagnetische, die starke und die schwache Wechselwirkung mit der Quantentheorie zu harmonisieren. Wohlgemerkt, es spitzt sich alles nur in ihren riesen verkopften Formelberg ab, den sie nicht verlassen wollen. Die sind in einem Labyrinth und jonglieren hier mit Werten, mit Renormierungen, dass diese Gleichung aufgeht. Was jetzt immer mehr darauf hindeutet, auf diese Null, von dem der aus dem Fenster gesprungen ist, aber du hast den Lash, Null geht überhaupt nicht. Da muss irgendwie zoomen nach, wirklich nach was, aber das muss was sein. Das muss was Greifbares sein. Null geht nicht und unendlich geht auch nicht. Und drum schaukeln die sich hin und her, weil alles immer ist undenkbar. Das wäre eine Singularität. Unvorstellbar. Ich sage, stimmt, Geist kannst du nicht denken, der kannst du bloß sein. Das ist übrigens Bewusstsein. Das heißt, der bewusst habe, das heißt Bewusstsein. Und wenn du jetzt meinst, du ein Nobelpreisträger oder Physiker, der hat ja so viel Geist, du verwechselst schon wieder reines computerintellektuelles Wissen mit Geist. Geist ist nicht Wissen. Wissen ist das Programm und Geist ist die Energie, die in Verbindung mit dem Programm in dir Bilder macht. Das ist ein ganz anderer Aufbau. Und jetzt pass auf. Was sind die Herausforderungen? Wir wissen mittlerweile, dass unsere Techniken nicht ausreichen. Dabei haben wir ein eher mathematisches Problem. Jedes Mal, wenn in der Physik ein Fortschritt zu verzeichnen war, wenn eine neue Erkenntnisstufe erreicht wurde, mussten die Physiker eine neue Mathematik mit in den eigenen Werkzeugkasten nehmen. Das ist natürlich jetzt das große Problem, was bedeutet Mathematik. Das habe ich so oft erklärt. Mathematik hat überhaupt nichts mit Rechnen zu tun. Du merkst in dieser Aussage, Mathematik heißt schlichtweg und einfach gelerntes Wissen. Aber jetzt wenn wir diesbezüglich 2 Videos anschauen. Ich muss immer kurz anhalten, habe ich gerade vergessen zum Einstatten für euch. Ich wäre ja immer vergesslicher, weil ich das hier aufzeichne, dass die Qualität besser ist. Und dann habe ich einen Zeitversatz, wenn das länger läuft. Eine Zeit, die es nicht gibt. Eine hochinteressante Metapher. Pass auf, ich mache jetzt hier ganz einfach mal einen jungen Busch. Der studiert, der ist sehr sympathisch, sehr clever. Könnte ich jetzt im ersten Moment sagen. Dann machen wir zuerst, was ist Mathematik? Was machen wir da auf? Mathematik. Machen wir mal 3 Stück auf. Dann einen kleinen Moment, ich tue dir gleich den Zoomer. Mathematik, was ist das? Also in der Antike, ja, ja, zeichnet so etwas ja, also wie ein Rhetor sich auszeichnen kann, kann einer, der Mathematik versteht, einen Rhetor übertrumpfen durch etwas Wirkliches. Ja, das ja? Wort heißt ja, Mathesis heißt ja Lehre, schlechthin. Ja. Ja. Also das war... Das ist schon sehr grob gegriffen, das Wort Mathe. Heißt das gelernte Wissen. Wenn den wirklich Altbücher, ich will jetzt nicht so arg ausholen, ich habe hier wesentliche altgriechische Wörter, weil die Internet. Du musst jetzt in alte, in ältere griechische Wörterbücher reingehen. Und ich habe hier so wie Idee, Magie, dann das Äon, das Eier, Stochaion, Mathe, Mathaia. Das kann man mal ganz kurz aufmachen, wenn es hinhaut. Es ist schon praktisch, um euch das zu zeigen, muss ich auf den Computer holen, ich habe es alles im Kopf. Wenn er da jetzt reinschaut, wenn er kommt, das ist nicht mehr wieder, ist er, na lassen wir es. Mathe heißt das gelernte Wissen. Hat überhaupt nichts zu tun mit Rechnen. Rechnen ist Arithmus. Arithmetik ist die Rechenkunde und die Mathe ist erst einmal das gelernte Wissen. Und interessant ist die Mathematik.
Habe ich auch schon oft erklärt, ich wiederhole es kurz. Das griechische Wort Madik, wir haben eine Automadik und eine Madik. Wir schauen uns zuerst einmal die Automadik an. Autos heißt auf Griechisch selbst. Und Madik können wir jetzt ganz frei übersetzen, wenn man in die tiefe altgriechische Etymologie reingeht, die dann ins Sanskrit, ins Indogermanische geht, heißt es schlichtweg Dummkopf, Blödmann, Tor, Unbewusstsein. Eine Automatik ist ein Selbst, das vollkommen unbewusst irgendwas macht. Ob das die Automatik von einer Waschmaschine ist oder von einem Auto, sie macht das von selbst, sie weiß aber nicht, was sie tut und warum sie das macht. Das ist Auto, das Selbst und der Madik, die Madikos, der Dummkopf, der Tor, der Blödmann. Jetzt kommen wir zum Wort Mathematik. Der Mathematiker, Mathe ist das gelernte Wissen und die Matik ist dieselbe Matik wie bei der Automatik. Es ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Blödmann, der vollkommen automatisch auf den Gleisen des gelernten Wissens denkt und er weiß eigentlich nicht, warum er das macht. Und jetzt können wir uns nochmal ein paar Videos von unserem Professor Lesch vom Astrophysiker anschauen. Oder irgendein Medizinprofessor, egal was du mir bringst. Ein Geschichtsprofessor, ein Theologieprofessor. Er wird eins zu eins das wiedergeben, was man ihn an der Universität, in der Schule, im Elternhaus eingetrichtert hat. Das geht bis ins psychosomatische Ganze. Erinnere dich jetzt an mein Schwammbeispiel aus dem ersten Ich bin du. Ich gehe mal davon aus, das kennt ihr alle. Das Wissen, das du in dir vorfindest, konntest du dir überhaupt nicht raussuchen. Und du wirst hier dein Glaube, all das ist abhängig von dem Umfeld, jetzt raumzeitlich gesprochen, dass es leichter versteht, indem du groß geworden bist. Du wirst als Inder hundertprozentig kein Rindfleisch essen und als Moslem kein Schweinefleisch. Da sind wir Deutschen noch gut dran, oder? Außer du bist auf einer ESO-Welle. Das ist vegetarisch. Ist alles so gut? Ich sag, du begehst eine Todsünde. Jetzt wieder, dir wird immer mehr bewusst, solange du eine sehr einseitige Vorstellung von richtig hast, wirst du immer mehr merken, dass diese Einseitigkeit eine Kehrseite beinhaltet, dass die ganzen guten Menschen in deiner Welt eigentlich die Bösen sind, die das Feuer sehen. Die Bösen sind natürlich deswegen nicht gut. Das ist, die kann dann irgendwie zusammen. Und ganz kurz nochmal zu den Vegetarier. Wenn wir jetzt, ich mache einmal ein anderes Denkmodell, eine ganz einfache Metapher, wo ich immer wieder sage, wir haben eine Hierarchie von Leben. Das beginnt bei den Mineralien, bei den Kristallen. Eine bessere höhere Lebensform ist eine Pflanze. Da kommen die kleinen Tiere, die Mikroben, dann kommen die großen Tiere und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es so, dieses Gesetz fressen und gefressen werden. Das heißt eigentlich lieben und total geliebt werden. Ich hab dich zum Fressen gern. Ob mir das jetzt in jeder Erwachsene kennt, dieses Gefühl, wenn ich ihn so liebe, dass ich ihn auffressen könnte. Warum? Du willst komplett mit dem eins werden. Und glückselig die Mineralien, die vom Pflanzen aufgefressen werden, die gehen damit in den Pflanzenkörper über. Das heißt, die Gesegneten, die gehen in eine höhere Seinsform auf, weil sie aufgefressen werden. Die Pflanzen werden von Tieren gefressen. Nehmet hin, das ist mein Fleisch. Das ist natürlich die göttliche Botschaft im Hebräischen. Und jetzt kommt's dann Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der Trockennasenaffe wird wieder zu Geier gefressen. Und in dem Moment, wo du eist wirst mit dieser Geier, mit der Erde, kriegst du Globalbewusstsein. Wenn du es verstanden hast, wenn etwas du wieder ausgespuckt und kriegst eine neue Runde. Als Tierchen, als Trockennasenaffe. Immer im Hier und Jetzt, solange bis du anfängst, Geist zu entwickeln. Das heißt, es ist eigentlich eine Todsünde, kein Fleisch zu essen. Jetzt habe ich nur eine andere Seite. Wichtig, ich sage nicht, wenn du Vegetarier bist, du musst Fleisch essen, oder wenn du beide Seiten gleichzeitig das Ausgewogene ins Gleichgewicht bringen. Das ist immer das Hinken, die ganzen Metaphern in der Bibel, diese Rippe, die aus dem Adam genommen wird, der fällt in einen tiefen Schlaf und dann kommt hier und es wird eine Rippe aus ihm herausgenommen. Diese Rippe, da steht Zella, können wir uns anschauen, das heißt einen Schattenaugenblick, hast auch hinten, wird vorhin hingestellt und dann heißt es, das ist deine Chava, deine Eva. Chava, in den Wörterbüchern, ich spare mir das jetzt, das heißt aussprechen, ausdrücken und ein Erlebnis haben, ein Gehöft, ein Lebensbereich. Wie war das nochmal, das, was du dir ausdenkst, was du nach außen drückst, was du aussprichst, das ist deine Eva. Und dann wird das wieder
zurück, die Eva zurückgeführt in den Adam und sagt, ihr seid eins. Aber es ist ein Keil dazwischen. So wird es in der deutschen Übersetzung. Wenn man das jetzt im Dennach mit Holofeeling anschaut, sagt so, boah, da steht ja alles drin. Wie der Geist sich entwickelt, die ganze Menschheit, was du dir ausdenkst, das ist wirklich das Grundprogramm, was ich euch sage, wie es funktioniert, ist Kindergarteneinführung, dass man Hauch kriegt, dass das kein religiöses Geschwätz ist, wo irgendwelche vor 1000 Jahren irgendwelche Leute niedergeschrieben haben. Und das zeige ich euch jetzt, das ist von mir. Ich lasse einmal die Mathematik überspringen, dass es nicht langweilig wird. Den habe ich jetzt so aufgemacht, der ist sehr interessant. Das geht jetzt nur über die Mathematik selber. Es ist jetzt nicht, das ist jetzt, der ist sehr clever und gewieft, sehr wach. Es ist das da mal der Gedanke, den wir uns ausdenken. Und weil unsere Welt so komplex ist, fangen wir also an, in der Mathematik und in der Physik unsere Welt in Modelle zu zerlegen. Weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben und es nicht schaffen können, unsere Welt... Das sieht man übrigens jetzt, wenn du Ahnung hast, das ist jetzt nur ein Pixelmännchen von der Physiognomie. Der ist sehr neugierig, du siehst an der Physiognomie in einem gewissen Maß das Interesse. Er studiert Physik, denkt selber, er bezweifelt es nicht, was es ist, aber das hier in der heutigen Zeit... In meine Finanzamtbrief, wenn du bist, ich ist zum Beispiel der Sache gerne in der Universität und dann wird dir jeder erklären, das ist alles Wissen, ist vorläufig, es ist die ganzen Theorien, aber wie du widersprichst oder behauptest, was anders wie ihnen logisch erscheint. Weißt du, da merkst du das Geschwätz. Als Gesamtheit zu beschreiben. Und das ist auch ein Problem der Mathematik. Die Mathematik lässt sich nämlich nicht beweisen. Wir können die Gesamtheit nicht beweisen und das ist schon ein Problem, an dem schon Goethe geschrieben hat. Mathematik ist gelerntes Wissen. Und ob jetzt ein Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde. Ich werde das glauben, was ich mir ausdenke. Ich kann weder das eine noch das andere überprüfen. Und wenn ich jetzt, wie ich immer so schön sage, an 1418 denke, wie das erste Giftgas im Krieg eingesetzt wurde, wie viele Millionen oder Hunderttausende von Menschen da umgekommen sind. Ich sage, du Depp, wenn das nicht gewesen wäre, wären die heute auch nochmal da. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ob jetzt der 1818 im Schützengrab rumkommt, oder kommt 1835, was weiß ich, wegen den oder den um, das ist alles, du denkst dir, was in die Vergangenheit, was ihm jetzt passiert. Er wird in dem Moment, wo du ihn denkst, geboren, das heißt hochinteressant, viele waren als 40, als 50-Jährige geboren. Wenn du jetzt an einen 50-Jährigen denkst, dann wird ein 50-Jähriger in dir geboren und in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst, zerstörst du ihn wieder. Drum ist eben auch im Hebräischen alle Wörter, ich betone es nochmal, für zerstören heißen auch vervollkommnen. Da muss man die Symbolik verstehen. Schau, wenn man, was ich zigfach schon erklärt habe, wenn man zum Beispiel Chol ist ja das Weltliche. Das ist jetzt viel, eine ganze Reihe von Wörtern wieder, aber das ist das Weltliches, okay? Und dieses Chol, das Weltliche, wenn man jetzt eine Affinität, die 100 ist ja Kof, Kopf steht immer für affin, der Affe. Das Wort Kopf selber heißt Affe, da denkst du immer an eine Affinität. Das heißt jetzt die weltliche Affinität, wenn wir das jetzt anklicken, ist ein Riesenschwall von Worten. Das ist erst einmal ein Teil und interessant, diese Radix in der Tora selber, die wird meistens übersetzt als teilen. Ein Anteil, das kommt dann unten, ist dann verteilen, teilen, teilen, unter sich teilen, verführend, aber dasselbe Wort hast auch glatt. Jetzt ist interessant, was passiert, wenn eine Welle auftaucht. Es teilt sich zuerst einmal, das ist eine Rakia, in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Das nennt man Welle, das ist die Buchstaben GL. Damit entsteht eine Schöpfung, das ist das A mit zwei Bündchen drüber, der Schöpfer mit seinen zwei Bündchen drüber. Und TT, das sind zwei Erscheinungen, die gespiegelt gegenüberstehen. Das ist glatt, aber im selben Moment hat sich doch was geteilt. Und diese Welle ist wieder ein Teil, ein Anteil von dem Ganzen. Einfache Radix Dom. Eine Erscheinung des Meeres. Wenn wir das jetzt blau machen, eine vergängliche Erscheinung des Meeres. Erster Buchstabe blau, zweiter Buchstabe rot. Wir können beide blau machen, das ist eine vergängliche Erscheinung, eine Gestaltwerdung, einer Gestaltwerdung. Jetzt schau hin. Das heißt, das ist aber eine Einfalt. Da steckt F alternieren, die Facetten alternieren drin. Eine Ganzheit, das ist es mehr, Spontanität, es taucht spontan auf, es ist unschuldig und es ist immer, im Mehr ist es immer vollständig, weil plus 5, minus 5 ist 0, das ist das Glatte. Auch wenn ich das teile, die
klassischen Wurzelbegriff. Wurzel hat zwei Ergebnisse. Jede Wurzel, die du hast, das ist übrigens auch ein Problem, wo ich in der Mutation erkläre, wo komplett in der Arithmetik übersehen wird, weil man zu viel Mathematiker ist. Das, was ist denn los? Pause? Dann sag doch was.